Da sind wir jetzt gekommen zu Beanstalk. Oh, es glitscht. Gerade eben ist jemand gestorben. Wir wollen nicht sagen, wer. Oh. Kann ich ihn loben? Wo ist denn meine Kamera? Ist das meine Kamera? Das ist meine Kamera. Hallo. Hallo. Hi. Schön, dass du sehen. Es darf nicht wahr sein. Ich habe mich so schön hingestellt. Klappe. Wir haben uns heute überlegt. Fresse. Wir haben uns heute überlegt, wir möchten mal zusammenspielen. So. Das ist doch ein Schurke. Als vier Freunde, die ihr uns kennt. Und haben uns deswegen ein Spiel namens Osiris geschnappt. Das ist ein typisches Crafting-Spiel mit Survival-Elementen auf fremden Planeten. Angeblich kann man sogar den Planeten No Man's Sky-artig verlassen und auf andere Planeten. Aber wir alle wissen, das wird bei uns sehr, sehr lange dauern und sehr schwierig werden. Wie finden Sie das bisher, wie ich das hier organisiert habe? Sehr gut, oder? Sehr gut organisiert. Ein bisschen tödlich. Alles. Ja, da sind ja wieder hier die Noobs erst zu spät gekommen, ne? Haben sie die Hauptbasis nicht gefunden? Und dann, lieber Nils, auch noch, was gerade passiert? Warum bist du gestorben? Ich bin doch gar nicht tot. Du bist gar nicht tot? Nee. Du bist respawned? Nee, ich bin überhaupt nicht nie tot gewesen. Sie sterben nicht, sie respawnen. Hallo, Dennis. Ja? Du hast diesen Planeten für uns schon ein bisschen untersucht, habe ich gehört? Ich habe mich erst verlaufen. Wir können es untersuchen nennen. Ja, natürlich. Exploration. Aber ja, ich bin auch mit in der Basis. Ich bin Gründungsmitglied dieser Basis mit. Woody, du und ich waren die Ersten. Ja, war schwer stimmt. genug, uns zu finden. Also genau. Wir sind mehrere Tote gestorben, bis wir dann in der Mitte waren. Bei Woody. Ich habe meine eigene Base. Wenn der Nils seine eigene Base mit Blackjack und Nutten aufbaut, zeigen wir euch kurz einmal, was euch jetzt mit Osiris erwartet. Das ist nämlich ein sehr spannendes und großes Spiel. Bis dann. Ich laufe jetzt zu meinem Kumpel, mir ist es egal. Wir schreiben das Jahr 2046. Die Menschheit hat begonnen, andere Planeten zu erforschen. Unser Kolonisationsteam ist auf Erkundungsmission mit der Aufgabe, bewohnbare Planeten zu finden. Doch das Raumschiff wurde während des Fluges bei Überlichtgeschwindigkeit beschädigt. Wir waren gezwungen, auf einem unbekannten Wüstenplaneten Not zu landen. Um zu überleben, müssen wir eine Basis errichten, Nahrung gewinnen, Rohstoffe abbauen. Wir werden ein neues Raumschiff bauen. Scheiß auf die Aliens. Nur im Team werden wir es schaffen, den widrigen Bedingungen zu trotzen und vielleicht eines Tages den Weg nach Hause zu finden. Alter, mein Kram ist weg. Das ist also unsere Mission. Die Mission heißt, wie so oft, überleben. Und hier bei mir, ich hoffe, ihr kann jetzt auf meinen Rechner schalten, bin ich mit meinem Reparaturdruiden linker Hoden, das ist der Osiris Mission. Da hat jemand seinen Repair-Druiden noch nicht umbenannt. Und das hier ist Woody. Da fliegt Guten er Tag, weg. Wo bin ich? Er ist ein Tausendsassar. Er ist ein Luftikus. Er ist immer in der Luft. Woody, er ist Wissenschaftler. Danke. Außerdem haben wir Gronzo. Auch er steht sehr gerne vor der Kiste. Denn ja, die Kiste bietet jede Menge Überraschungen. Lass dich doch mal hier looten in Ruhe. Ja, wir müssen dazu sagen, wir teilen uns eine Kiste. Es ist also extrem viel Vertrauen, was ich meinen Kollegen hier entgegenbringe. Und nicht nur eine Kiste, auch ein Exkremententsorger. Ja, das sollte man vielleicht sagen. Das hier, da sammeln wir alle unseren Kot. Niemand fasst meine Kacke an, okay? Das ist meine Kacke. 15 Minuten noch, Leute. Dann darf wieder munter drauf los. Gekackt werden, exkrementiert werden. Hier wird das gesammelt. Ich weiß nicht, was daran. Da wird Essen raus wahrscheinlich. Soylent Brown. Und hier ist, bist du das? Nee, ist wieder Woody. Wo ist denn der Nils? Ich bin jetzt weggelaufen. Du bist wirklich weggelaufen, oder? Ja, mein Hamster hier, mein Roboter ist irgendwie stecken geblieben. Ich hol den jetzt. Bist du in den Krater gegangen, oder was? Ich bin da jetzt hingelaufen, weil der jemand Hilfe braucht und ihr wollt lieber euch in der Parade aufstellen oder irgendwie so ein. Was macht ihr denn überhaupt? Wir suchen dich. Im Moment suchen wir dich. Ja, und ich suche meinen kleinen Robi, weil Robi weg ist. Ja, dann sag uns doch mal deine Latitude und Longitude. Minus 5,6. Latitude und fallend. Minus 5,6, dann bist du aber ganz schön weit weg hier. Ja, ja, aber warum holst du den Idioten denn auch? Lass den doch. Nee, der ist wichtig. Das ist mein bester Freund. Der ist wichtig. Minus 5,6 und was? Jetzt bin ich bei minus 6,1. Wunderbar, Nils hat sich schon vom Team entfernt. Sorgt für 7,1. Okay, ich laufe mal Nils hinterher, damit. Okay, ganz kurz. Ich möchte nur einmal das Crafting-System zeigen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf mich schalten. Da bin ich. Hier sehen wir übrigens, wo ich mich befinde. Minus 1 Latitude und 7,7 Longitude. So, und jetzt gehe ich in die Forge. Die habe ich eben schon gebaut. Und hier habe ich ganz viel Sand. Ich kann aber kurz zeigen, wie ich den Sand mir geholt habe. Ist extrem spannend. Und zwar so. Zack, zack. Nur, dass er hier jetzt keinen Sand gefunden hat. Jetzt hat er Sand. So habe ich mir 60 Schaufeln voll Sand geholt. Auch die Schaufel musste ich natürlich vorher bauen. Und jetzt kann ich davon Glas bauen. Und das mache ich jetzt mal. Ich brauche
ekelhaft. Ach, ich baue mal, das dauert eine Weile. Vielleicht gucken wir kurz mal. Oh, der Buddy ist gleich tot. Vielleicht schauen wir da mal rein. Oh nein! Ich werde von riesengroßen Spinnenviechern attackiert. Ja, aber du kriegst sie alle, du hast sie gleich. Ja, ich hasse jetzt, sie, aber Luten. Ich finde sie zum Kotzen. Du kriegst da schöne Klauen, da kann man was draus machen. Was ist denn jetzt? 4, 7, 4, 3. Was? Paul? Mhm. Ach, Eddie, was macht denn jetzt Eddie hier? Das ist so lächerlich. Eddie ist krank, ne? Kann man an der Stelle auch mal sagen. Gute Besserung. Wo, da ist Ruby! Komm jetzt! Stay! Follow! So, nee, und wo genau bist du denn jetzt? Was soll denn das jetzt? Geh musst du drücken. Komm jetzt hinter mir her! Komm jetzt hinter mir her! Okay. Nils, gib mir deine Position! Gleich tot! Ich hab ihn erwischt. Okay, meine Position ist minus 6,4 Latitude, 6,5 Longitude. Ich entferne mich vom Krisengebiet. Mein Robi kommt hinterher, der ist ja eine lahme Kröte. Den ja, aber der eigentlich verlierst du den nicht. Der kommt auch, der wird auch respawned, wenn du... Wie mach ich nochmal meine hier Lampenschirm aus? L. Okay, ich werde jetzt währenddessen kurz was bauen. Vielleicht können wir das kurz nochmal zeigen. Du bist der Baumeister, ne? Genau, ich habe mich ein bisschen schon zum Baumeister hochgearbeitet. Deswegen kann ich schon diverse Sachen bauen. Das geht übrigens, kann man kurz mal zeigen, hier im Skill-Web-Menü. Ich finde das ziemlich geil, wie es funktioniert. Welche Skills man sich upgraden kann. Und ihr seht hier jetzt auch im Moment keine Combat Point, keine Engineering Point, keine Science Points. Die kriegt man natürlich dann für Science-Sachen, die man macht. Und damit kann ich dann hier Dinge freischalten. Mhm. Was ich jetzt freigeschaltet habe, ist Lab Construction Civil Engineering. Was ich gerne hätte, wäre Spaceflight Technology. Denn damit kann man später ins All fliegen oder zumindest die Schiffe bauen. Ja. So, gut. Jetzt baue ich. Machen wir kurz mal. Kann ich Schaden? Habitat, wo soll ich es denn in die Mitte packen? Knallen hier zufällig irgendwo Asteroiden ein? Alter! Ja. Kann das sein? Asteroiden? Oh. Ja, Asteroiden sind wieder. Oh, shit. Aber ich passe auf die Basis auf, alles gut. Alter, komm jetzt, Johnny. Okay, hier wird alles repariert. Oh, ist eine direkt bis ins Aluminium. Jo. Okay, Buddy, wir können nach Hause laufen. Dann laufen wir nach Hause, bitte. Oder willst du den Typen da töten? Da, hat jemand von euch Aluminium in die Kiste getan? Da! Okay, ich hab euer... Okay, hat sich erledigt. Ich hab nur Blei, das brauchst du nicht, ne? So, kannst du mir zugucken. Wo soll das Habitat hin? Oh Gott, ich brauch noch 5 Aluminium. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja gut, dann looten wir hat zusammen. Hat jemand noch? Gar keiner? Ich hab alle meine Ressourcen reingebracht. Ich habe jetzt noch Aluminium, ich muss aber erstmal nach Hause kommen. Naja, ich kann leider nichts bauen, wir brauchen noch Aluminium. Mögt ihr vielleicht mal kurz auf meinen Rechner schalten, das finde ich ganz nett. Genau, dieses Vieh, was ihr da gerade seht, kommt tatsächlich auch aus der Erde ab und zu. Das hat Nils vorhin erlebt, ich habe das erlebt und das ist ziemlich beeindruckend und sehr, sehr ekelhaft. Ja. Ein Raketenwurm. Ein riesengroßer Raketenwurm. Und das ist eine Leiche davon. So, und jetzt gehen wir schnell nach Hause. Ja, man wird relativ häufig angegriffen. Es kommen schon sehr überraschend irgendwelche Viecher. Kann man die zähmen oder so? Wahrscheinlich nicht. Tiere oder Würmer. Du kannst auf jeden Fall so ein Spinnenvieh bauen. Das hat ein Kumpel von mir schon gemacht, der hat sich dann oben drauf gestellt. Und dann kannst du die reiten. Du hast doch gar keine Kumpel. Was ist denn jetzt schon wieder? Der ist nochmal auf, um sich hier reinzuzecken. Seht ihr das? Tod durch Wurm! Aus dem Nichts! Tod durch Wurm! Shit. Bei mir auch ist gerade so ein Larva, so eine Larve. You are dead! Ja! Du bist Vater. Ja. So. Alles, was ich hatte, ist weg. Oh, ich habe Aluminium. Das Licht, ich bin das Aluminium. Alter, jetzt ist Simon hinter dir! Ja, Vieh! Hier ist ein riesengroßer Vieh. Großes Vieh. Oder Woody, oder wer das ist? Ja, hier, da, du. Was wir brauchen, sind mal richtige Waffen. Hier die MG, die ich habe, die ist sogar viel. Autsch! Fieses Kakao! Oh, ist das lächerlich. Ich habe das Leben gerettet, Simon, gerade. Das war nicht schlecht. Der ist schon wieder als in unserer Basis. Getötet. Sehe ich meinen Leichnam irgendwo auf dem Radar? Widerliches Kackvieh, ey. Dein Leichnam? Nee. Willst du ihn looten, meinst du? Ja. Ich glaube, das geht nicht. What's gone is gone. Nee, ich glaube, bei Denzel ging das doch gerade, ja, oder? Okay. Und wo ist mein cooler Freund? Das gibt's doch. Ich brauche immer noch 4 Aluminium. Können wir alle kurz einmal für mich Aluminium looten? Plutonium habe ich, das brauchst du aber nicht, ne? Ist auch super, aber nee, in die Kiste lieber. Okay. Ich gehe mal looten. Also ich gehe mal schauen. Aber sehe ich das auf dem Radar? Weiß das einer? Nee, ne? Nee. So, ihr seht jetzt bei mir dadurch. Egal. Das heißt, alles, was ich hatte, ist weg oder was? Nee, dann vergesst nicht, die Lampe auszumachen, ist jetzt Tag. Oh, kurz für mich die Info, also von mir für euch. Ich habe jetzt hier Aluminium gefunden. Und ich habe mein Level gesteigert. Dadurch, dass ich einfach wild drauf rumgekloppt habe, kann man sein Mining-Level dann steigern. So. Yes. Kann ich jetzt endlich bauen? Habe ich jetzt genug? Jawohl.
So, Leute, sagt mir mal, wohin. Wo wollt ihr die genau Struktur hinhauen? In die Mitte. Alter, ich werd schon wieder angegriffen. Was ist denn hier los? Also, schon so ein richtig dickes Ding, so, was wir jetzt hinbauen. Ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Was soll das ich überhaupt? Das ist erstmal das Habitat und daran angeschlossen. Du musst eine Luftschleuse bauen und dann kann mir da so modular alles dran bauen. Echt? So. Okay. Ja. Also, sollten wir lieber Platz irgendwas nehmen? Genau, du solltest ein bisschen Platz organisieren dafür. Ey, ich habe ja keine Ahnung, wie. Fieses hier sieht eigentlich gut aus, oder? Ich ja, das gerne. Ey, okay. Mach doch. Also lass rechts und links ein bisschen Platz, aber sonst. Okay, dann baue ich das hier jetzt hin. Ja. Okay, ich drücke Vorsicht, F. Ich glaube, da kommt irgendwo ein Vieh. Da kommt ein Vieh bei dir rein. Mir egal. Dennis! Ja, ja, ich baue das Habitat. Lass das Vieh in Ruhe, das sieht voll nett aus. Habitat ist gebaut. Vielleicht kannst du irgendwann drauf surfen. Ich baue gerade noch ab hier ganz fleißig. Ey, das macht Spaß, ich will auch was bauen. Wie geht das? Du musst deine Level erhöhen. Dazu musst du in deine Character Stats und ganz unten rechts das Skill Web nutzen. Skill Web? Okay. Ich weiß nicht, ob du schon genug hast. Du hast ja noch nicht viel gemacht. Metallurgie. Okay. Also du brauchst Civil Engineering. Dann kannst du auch diese normalen Dinger bauen. Mobile Technology, Civil Engineering. Und da, da wird sich dann sozusagen das Bauen vernesteln, ja? Genau. Also du, du kannst auch in Laboratory irgendwie Engineering gehen und in gibt noch ein, zwei andere Richtungen. Okay, Alter, sag mal, wollt ihr mich alle verarschen hier oder was? Wieso werde ich denn konstant von den. Also, ich sag's euch nochmal, wir brauchen ganz viel Stahl, ganz viel Aluminium. Da müssen wir ein bisschen für looten. Du, okay, teilen wir uns irgendwie so, spezialisieren wir uns irgendwie so auf Klassen oder? Also ich habe Civil Engineering, du kannst ja gerne das, da gibt's noch was anderes irgendwie nehmen. Also ich gehe auf Kampf dann einfach. Okay, warte mal, du hast Civil Engineering. Ja genau, einer kann dann eben auch Kampfwaffen bauen, wenn ich mich nicht irre und Raumschiffen. Wohin ist, also hast du dann schon so Greenhouse Construction, Lab Construction, Droid Construction? Moment, ich muss selbst mal gucken, ich guck mal beim Skill Web. Also, was ich habe ist Lab Construction und Civil Engineering. Und was ich will ist Spaceflight Technology und Ground Vehicle wäre toll. Aber da bin ich dir ein bisschen voraus wahrscheinlich. Aber was habe ich denn? Achso, ich habe 3 Combat Points und 1 Engineering Point. Ja, du könntest zum Beispiel Greenhouse Construction nehmen, weil die Biodomes müssen wir auch bauen. Dann kommst du von da nämlich zu Life Support. Und Life Support hat ganz viele Connections an Gegenstände. Achso, ich komme schon. Ja, ich kann direkt Life Support schon nehmen, glaube ich. Weil ich bin nämlich schon bei Solar Technology. Okay, ja, dann mach das doch. Das ist doch gut. Und dann suchst du dir was raus, was du bauen willst, und dann finden wir dazu die Items. Okay, ja, dann Life Support baue ich dann. Nee, Furniture for the Habitat. To control Oxygen Levels and Climate. Schön. Super. Mach ich das jetzt? Habe ich das jetzt schon? Ich weiß es alles nicht. Für alle Leute, die sich fragen, ob wir auf einem Public-Server spielen, wir haben uns entschieden, erstmal auf einem Private-Server zu starten, um PvE, um das Spiel besser kennenzulernen. Das Ganze geht natürlich auch im Multiplayer-Modus, im tödlichen PvP. Okay. Ich habe übrigens jetzt schon, wir haben schon keinen Platz mehr in unserem Depository. Ja, wir brauchen noch eins. Wir brauchen Eisen und Aluminium brauchst du dafür. Ich komm gleich da mit. Also, super wichtige Sachen. Aluminium brauchen wir immer, irgendwie. Plastik haben wir auch noch gar nichts, daraus könnte ich eine Couch bauen. Ich weiß gar nicht, wie man Plastik baut, ehrlich gesagt. Das weiß ich auch nicht. Was gibt's denn sonst? Ist doch schön, da verträumt, hä? Gummi. Der Kackbeutel unter dem Baum, kann man schön in seinem Schatten sitzen und alles fahren lassen, aus den Schläuchen alles rausholen. Muss alles weg. Wo ist denn eigentlich jetzt mein GLaDOS hin? Nein. Der Penner, der könnte auch mal ruhig hier hinkommen. Also es ist übrigens alles immer noch Alpha, ne? Early Access. Teilweise auf jeden Fall auch noch Bugs mitbekommen. Dieser Hilfsroboter, der ist bei mir schon mehrfach hängen geblieben. Ist ein bisschen nervig. Ich finde ja, aber ich finde eigentlich ganz gut, man kann den auch zu Minen schicken. Man kann den auch irgendwo hinschicken und dann baut er ab. Hat das bei dir geklappt? Bei mir das nicht geklappt, ehrlich gesagt. Ich hab's vorhin gemacht, aber ich hab's nicht kontrolliert. Ich habe ihm vertraut. Ich vertraue meinem Druiden. Huh, was habe ich jetzt gemacht? Gut, ich ernte mal. Shit, Dennis? Gemacht. Ja? Die anderen haben sich so krass spezialisiert, ne? Machen wir das auch? Nö, ne? Du wolltest doch Kampf spezialisieren. Ich habe das irgendwie schon, ohne zu wissen, was ich da tue, ein paar Punkte verteilt. Oh. Aber ich bin so in Richtung Grün gegangen. Grün ist auch Bauen, oder? Science. Oh, Science, Alter! Ja, komm, dann bin ich jetzt hier Kämpfer-Dude. Structures. Das ist doch schön. Science. Ah, ich kann ja so. Was? Turrets, Ground Defenses. Ah, okay, jetzt wird's spannend. Ja, ein paar Ground Defenses wären hier gar nicht schlecht. Wir sind wirklich ziemlich im. Ja, ne? Im Feindgebiet. Auch da schon wieder hier überall die Larven die ganze Zeit. Immer killen die einen. Ich brauch Titanium
Und Steel, aber auch, okay, Needs Ability Ground Defenses. Okay, alles klar. Titanium habe ich ein bisschen. Stahl. Ich brauche erstmal die auch Ground Defenses, habe ich gar nicht. Okay. Ich glaube, aber wollen wir nicht erstmal so Habitat ausbauen? Also so ja, rein logisch? Ne, das brauchen wir ja alles dafür. Ja. Für Life Support, also Life Support ist quasi sowas wie der Hub, an den du viele Gerätschaften andocken kannst. Und Strom muss man irgendwie auch noch kriegen. Solar Strom, Panels. Ja, Solar Panels, genau. Das ist alles, dauert alles ein bisschen. Aber wie okay, ihr seht, das ist ja wunderschön. Bei mir sieht man es hier ganz gut. Alle sind am Bauen, alle sind am Arbeiten. Man kann alle machen was. Mit dem, wenn ihr reingeht und Ressourcen habt, ne? Also ich bin jetzt im Habitat, da kann man Normal Wall bauen oder Windowed Wall. Ach, die das? Kann man hier so bauen? Genau, du musst reingehen und auf dein Multitool gehen. Dann kannst du von innen sozusagen die Dinger bauen. Needs aber Ability Defensive Walls. Oh, shit. Ich hab die nämlich nicht. Was ist das? Windowed Wall. Also ich glaube, nur du kannst die bauen. Glas ist wie gesagt einfach. Einfach die Schaufel nehmen, Sand und dann. Kappler brauchen wir auch, aber dafür braucht man Rubber, Steel, okay. Ich würde aber trotzdem vorschlagen, weil ich baue mal nicht, sondern ich finde schon, dass die Base einer im Lead haben sollte. Ansonsten wird es nichts. Ne? Deswegen lege ich mal meinen ganzen Kram einfach in die Box rein. Können wir noch eine zweite Box bauen? Ja, hier dringend. Ich versuche mal eins zu bauen, aber ich glaube, ich brauche dafür zwei Aluminium. Ich kann eine bauen. Okay, ja, lass uns gleich zwei bauen. Ich baue die und dann schiebe ich die rein. Okay. Oh nein. Ey, wir brauchen eh so viel von diesen Boxen noch. Keine Muni mehr. Perfekt. Was mache ich denn da? Ist das eine Crate oder was? Ja, wir bauen gerade, genau. Soll ich auch eine Crate bauen? Ja, jetzt haben wir drei. Ich glaube, das reicht. Dann baue ich halt Dennis, keine. Was geht? Brauchst du ja, Hilfe? Nee, ist jetzt schon gut. Der ist tot. Ich bin aber sehr beschädigt. Rotbaum. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Dafür habe ich Schlangenfleisch für euch alle. Lecker. Lecker. So, make public to colony. Yes. Ich repariere jetzt meinen Suit mit einem Patch Tape. Das hält ewig, ne? Kann das sein? Das habe ich schon dreimal gemacht. Wie kann man alles wieder Stahl generieren? Muss man da nicht Eisen irgendwie schmieden? Furnace. Genau, da kannst du es machen. Ach, du hast ja schon einen gebaut. Ein Forge, meine ich. Forge? Okay, ja, die habe ich schon gebaut, ja. Ja, es gibt noch eine Forge irgendwie für größere Projekte. Okay, ein Biodom wäre geil, Baracken. Aber da braucht man Plastik. Ich weiß nicht genau, wo man Plastik herkriegt. Weiß ich auch nicht. Sturmt sie da auf? Ich packe wieder all meine Ressourcen, die ich gesammelt habe, hier rein. Wollen wir links Essen reinmachen und Mitte und rechts von den Dingern einfach Ressourcen? Okay. Ja, gerne. Dann nehme ich das hier wieder raus. Genau. Wo kommen die Ressourcen rein? Wir können auch die farblich. Ressource ist Mitte rechts. Wir können sie auch farblich so. Mitte rechts? So wie die Mitte CDU? Und rechts. Okay, ich habe richtig viel gesammelt. Ich habe Magnesium, habe ich über 100 gesammelt. Weil ich sehr gut bin in diesem Spiel. Okay. So. Böse Musik läuft gerade. Böse Musik ist meistens Anzeichen für Gegner. Ja, ich bin in der Basis, sehe aber nichts. Nils lootet die Kiste, ich muss da auch mal ran gleich. Ich muss meinen Roboter wiederholen, der ist hingeblieben. Hier wieder diese Viecher, wir brauchen dringend mal. Kann das nicht leiden, wenn das ein Turret ist. Turrets, ja. Turrets wären echt sinnvoll. Ja, hier wieder diese Trilobiten oder. Trilobiten? Ja, die sind so aus. Trilobiten irgendwie, ne? Nur in sehr groß und skorpionmäßig. Was ist denn mit dem ganzen Fleisch und so? Oh, ich muss die Kacke aus dem Kacke-Container nehmen. Echt? Ist der voll schon? Collect feces from your spacesuit. Den ganzen geilen Scheiß, okay. Wo ist Essen drin? Gibt's sowas? Haben wir ein Essensgelöt? Essen ist ganz links in der Kiste. Ich hab doch gerade hier was gesehen bei mir. Kann ich nicht aufmachen, ganz doch gerade. Wie nicht? Groß, ekelhaftes Vieh gesehen. Warum oder nicht? Okay, das ist doof. Alter, hab ich mich erschrocken. Okay, ich kann die gerade nicht. Ich kann sie normalerweise, ich kann sie gerade nicht für dich freimachen. Normalerweise geht das. Du musst ein Multitool auswählen, dann kannst du es machen. Ach, natürlich. Okay, ist public. Schade. Ah, nein! Was ist denn mit dem Essen eigentlich? Wann braucht man das denn? Ich muss mich kurz konzentrieren. Ich kann nicht. Dann sterbe ich hier in der freien Wildbahn. Das möchte ich nicht. Bam, 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 bam. Alter, zwei Gegner, Schnecke und Trollobit oder was? Uff. So, ich habe jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang mal Mineralien gesammelt. Gibt's vielleicht eine neue Aufgabe für mich? Wir müssen, glaube ich, einfach immer nur Mineralien sammeln, tatsächlich. Echt? Wir müssen natürlich aus den Mineralien. Was denkst du denn? Wie geht's in Dungeon, wo wir reingehen und den Planeten sprengen oder so? Nee, noch nicht. Nee. Noch nicht. Dazu brauchen wir, glaube ich, ein Space-Ding. Also, wir versuchen das Habitat aufzubauen. Dazu brauchen wir Wände und dafür brauchen wir Stahl, Plastik, Glas. Hallo. So.
Jetzt bleib doch mal bitte an meiner Seite, ey. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Hab ich hier noch Stil? Rubber. 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 Ich habe immer ein bisschen Ordnung in die Kiste gemacht, ne? Das ist ganz fein gemacht, Nils. Bitte halten Sie sich daran. Das ist Steamed Carrot. Okay, also was zu essen. Nils, musst du. Okay. Warum kann ich da jetzt nicht rein? Ich bin ja jemand an der Kiste. Patrol and Repair. Ich glaube, es wird auf jeden Fall spaßiger, sobald wir das Lab haben und die ersten Vehicles am Start haben. Ja, wir brauchen dringend mal Fahrzeuge, genau. Wir haben auch einen Kofferraum und dann können wir da das Looten beschleunigen und dann ist es zäh. Okay, also. Jetzt Alter, bin ich da. Ich habe ein bisschen Kacke, also die habe ich jetzt wirklich immer in der Tasche und die kann ich mit Sand mixen und dann kann ich daraus Dünger machen für den Biodome, wenn einer von euch einen Biodome baut. Das nur so als. Aus deiner Kacke? Also aus unserer Kacke. Die gehört uns allen. Das ist schön. Ich freue mich, dass du deine Scheiße mit. Ich pack sie mal mit in kommunistische Kacke in die Kiste. Wo ist denn das Klo? Simon, aber geht's dir gut? Weil wir sind in der fernen Zukunft und trotzdem braucht die Technik immer noch eine halbe Stunde, um deinen Haufen zu verarbeiten, den du in diesen Exkrementen-Kollektor reingesteckt hast. Ja. Jetzt muss ich hier warten, bis ich auf Toilette kann. Trauerspiel. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Oh, mein Dom ist sehr weit weg. So, ist doch mal ganz schön. Was geht mit dir ab, glaube ich. Alter, hier sind so Segel. Hör auf jetzt. So. Die haben ein. Oh, jetzt muss ich mich reparieren wieder. On my tape. Alles gut. Ja, komm, ey. Was? Ey, mein Roboter hat mega Probleme gerade. Der kommt überhaupt nicht drauf klar. Sag mal, ihr müsstet eigentlich doch auch alles so ein Cryptex haben oder so ein komisches technisches Instrument, was man nach dem Absturz behält. Habt ihr das noch? Nee, was für ein. Ja, du hast es schon auf. Du hast es doch schon aufgelöst hier, dieses Decrypt-Station. Achso, das habe ich gemacht, ja. Hast du gemacht? Okay. Einmal habe ich es zwar so verkackt, aber. Aber ich weiß auch gar nicht, was es bedeutet. Also was. Oh, Riesenwurm wieder! Bei mir! Schnell, bei Nils rein! Das sieht super aus! Hilfe! Ah! Oh, sorry! Der ist. Oh! Was? Ich habe ihn gesehen, als er gerade im Begriff war, mich zu fressen. Ich habe mich richtig verjagt! Ey, wir brauchen diese Turrets. Du hast sie hier richtig verjagt, ja, das ist sehr schön. Die sind echt mächtig, ne? Ja, vor allem guckst du die nach oben und auf einmal kommt von oben diese riesige Maus. Das ist widerlich. Ja, das eine Viech hat mich von auch aufgegessen. Das ist echt widerlich. Oh, also richtig gemütlich ist das in der Zukunft nicht, ne? Finde ich. Naja, was ist das hier, der Mars oder was? Oder? Nee, das ist ganz weit weg hier. Was ist das? Prometheus oder was heißt Prometheus? Der Planet? Ja, tatsächlich. Rubber Tree? Was? Prometheus 2. Alter, ich hab einen Rubber Tree gefunden. Brauchen wir? Echt? Ja! Das ist ja geil. Sehr gut, ich gratuliere zum Auffinden des Rubber Trees. Ja, das ist wirklich gut, ey. Rubber Tree. Kann man immer brauchen. So, wo müssen wir hin? Tatsächlich. Aus einer Barrel macht man Stahl. Das ergibt doch wenig Sinn. Also ergibt Sinn, aber wo findet man denn ein Fass? Ludi, Ludi, Ludi. Ich loote für die Gruppe. Ich bin ein Gruppenludermann. So. Das ist sehr staubig. Was? Oh, da ist was Böses. Also wir können im Moment nicht viel bauen, weil wir nichts haben. Widerliche Kackviecher. Wenn jetzt mal einer den Biodome irgendwie. Oh nein! Skillen jetzt habe ich ja meine ganzen Waffen verloren. Shit. Wo warst du denn? Kannst du dich daran erinnern? Weiß ich nicht genau. Also doch, ungefähr, ich guck mal. Mhm. Ach, gerade ein Schurke. Ja, das ist echt irgendwie so die wichtigste Regel eigentlich, dass man immer kurz bevor man stirbt, nochmal ganz schnell versucht, irgendwie seine Position zu checken. Seine Werbung zu machen! Bevor man stirbt! Meinst du echt? Ja, hast du meine Werbung genommen? Oder ich habe meine Werbung nicht genommen. Da müssen wir, glaube ich, die Werbung gerade schneiden. Okay. Nein, aua! Ich lude den Vogel hier noch. Bis gleich! Ihr schaut euch ein bisschen Werbung an. Dann, wenn ihr zurückkommt, ist die Zukunft wieder ein Stück grüner geworden. Dank des Geldes, das wir jetzt verdienen. Auf Wiedersehen. Ja. Einen großen Hammer mehr braucht es nicht zum Überleben, so scheint es. Wir sind immer noch in Osiris, zu viert. Wir haben mehr oder weniger eine Gemeinschaft gegründet, eine Zweckgemeinschaft. Es ist garantiert keine Freundesgemeinschaft. Das ist richtig. Wir wollen die Welt nicht verändern oder eine Kommune schaffen. Wir möchten nur überleben und gerne auf Kosten auch aller anderen. Wir haben zusammen eine große Kiste, in die wir all unser Zeug reinstecken. Zwei sogar schon. Zwei Kisten. Drei sind es. Drei Kisten. Ja, aber die eine ist, da darfst du nicht beigehen. Oh.
Jetzt ist los? Das war, weiß ich nicht. Das ist unser. Das ist ein kleines Intro sozusagen. Ja, aber es ist unser kleines Örtchen hier. Hier haben wir es uns gemütlich gemacht. Hier habe ich mir den schönsten Platz unter den Bäumen, unter den Aliensträuchern gesichert. Diese Roboter sind eigentlich alle mir, die habe ich den anderen geliehen. Und hier bauen wir gerade ein Habitat. 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 Und der Budi hatte gesagt, er will hier irgendwie Wände hinbauen. Das hat er jetzt schon gesagt, verspricht er seit 3 Monaten. Nein, ich habe gesagt, es macht keinen Sinn, wenn es muss einheitlich gebaut werden. Ich bin hier. Aber oh, eine dicke Spinne! Ja, siehst du, weil du die ganze Zeit nur am Kämpfen bist. Gehen wir mal schnell. Ja, weil zum ich Budi gesagt habe, dass ich ein Kämpfer sein werde. Ich bringe Ressourcen ich das auch nicht und trainiere. Ja? In der widerlichen Wildnis mit all diesen Arachnoiden und Kaktrolobiten und. Brauchen wir noch Carbon? Ich habe gerade Carbon gefunden. War immer. Wir brauchen immer alle Ressourcen. Was ist hier los? Ich kann nichts mehr machen. Okay. Severely encumbered. Backpack at 200% Capacity. Ich habe zu viel gelootet. Nee, overloaded? Overloaded, ey. Overloaded das. Overloaded. Ey, guck dir diese Trollobiten an, wie die hier rumfliegen. Wie komme ich jetzt nach Hause? Wie kann ich jetzt wieder Loot abwerfen? Hast du deinen Roboter dabei? Nein, den habe ich nie nochmal mitgenommen. Wieso nimmst du den denn nicht mit? Weil er das letzte Mal irgendwo festhing und dann musste ich einen halben Kilometer zurückschlurfen. Ich habe dir bereits gesagt, er kann looten. Ich werde angegriffen! Fuck! Ich kann mich nicht bewegen! Fuck! Mann! Oh! Das ist doch eine Frechheit! Nein! Ich kann nichts machen! Passiert das jetzt immer, wenn der Nils angegriffen wird? Du musst schnell 3 drücken und dann Ducktape. Ich kann nichts machen, weil ich overgelötet bin. Wie schmeiß ich den Kack hier weg? Wie schmeiß ich das weg? Rechts drop. Okay. Und jetzt schnell, du musst dein Helm. Nils? Ja, sehr gut. Okay, Helm ist sicher. Okay. Und dann erschieße ich dich, du Ratte. Jetzt ist er weg. Da. Oh, der ist zu stark. Lass das lieber. Ja, der ist ein Gewehr. Nimm dein Gewehr. Der braucht ein Assault Rifle. Guck ja, mal, nicht die Pistole. Der rote Balken ist seine Lebensenergie. Ich hau dich. Du Rattenkind! Der sich nicht bewegt. Oh doch! Hier sind mit seinen Glubschaugen da. Gut, wer ist hier das Opfer? Du bist das Opfer! Du bist das Opfer! Nicht reloaden! Nein, ich loote den jetzt aber! Meine Fresse, ey! War ich. Oh, war das knapp! Ja, das war mal ein Kampf, ey. Nicht schlecht. Auf einmal kann ich nichts mehr machen. Das konnte ich ja nicht ahnen. Ey, Dudes, ich habe original eine Mine gefunden. Dungeon. Guck dich das mal an, bitte. Hier, kein Witz, da geht's runter. Das mal wo an. Bist du? Ich sag doch, sieht gut aus. Ja, 1695, willst du kommen? 1695. Latitude 16, Longitude 95, da warte ich auf dich. Ihr wollt gehen ohne den, der hier einen Assault Rifle dabei hat, oder? Ich hab auch einen Assault Rifle. Alle einen Assault Rifle. Ja, aber du kannst doch nicht damit schießen. Nicht alle. Da, wo man die Waffen eingesammelt hat, da gab's dann auch. Ich hab keinen. Gab's auch einen Assault Rifle. Ich hab verloren. Sowas kann man doch nicht verlieren. Ey, was übrigens sehr sinnvoll ist, wenn man Melee Attack ausbaut, dann kann man da richtig fies zuhauen. Die Larven, die können hier gar nichts mehr. Ich bin gleich da, Budi. Ich glaube, ich bin da. Ist das leuchtet das so grün davor? Ja, genau. Alter, Vorsicht, ich bin da. Ich stehe davor und baller gerade auf so einen Trollobiten. Achso, ich habe mein Skill noch gar nicht aus. Ich Horstkopf, ey. Alles aus. Ich bin am Start. Da geil. So, okay, bewaffnen Sie sich. Ich habe ja keine. Weißt du doch. Ja, aber ich hab auch keine Pistole oder was? Hammer habe ich. Das reicht. Okay, dann Hammer und Gabba-Tape. Okay, bist du bereit? Jo. Dann geht's runter, ey. Gehst du vor? Ja, ich springe mir wieder in die First-Person-View, weil so sieht man nichts, ne? Da. Nur damit ich es richtig verstehe, ihr geht gerade in die Mine und der Dennis hat einen Hammer und Gabba-Tape dabei. Exakt. Okay. Exakt. Ja, so ist es. Hier, guck mal, was ist das für Zeug? Das sieht doch schon mal interessant aus. Fungus! Ey, Pilze! Oh, geil, nimm alles mit. Essen. Ja, einfach mal Pilze. Ja. Such mal Wasser. Oh, du hättest Gläser mitnehmen sollen. Hier, diese Flaschen. Oh nein, diese dummen. Da könnten wir wahrscheinlich ein bisschen Wasser sammeln jetzt. Roten Dinger. Ey. Alter, hier. Ey, Dennis! Ich komm ja, aber du sprintest ja durch die Höhle. Ich dachte, wir sind vorsichtig. Was leuchtet da, ne? Was brummt denn da jetzt hier? Was war denn das? Simon. Ja? Hier ist es nass, ne? Siehst du das? Ja. Guck mal, hier ist so ein blaues Gewächs. Ist egal. Wollen wir uns direkt reinpfeifen, ohne zu wissen, was es ist? Meinst du direkt abbeißen? Erst direkt mal essen. Abbeißen. Erstmal ist die Regel fürs Überleben. Erstmal alles essen. Korallen. Ja, loote sie. Looten Sie sie, bitte. Kann ich nicht looten. Echt nicht? Nicht mit dem Hammer, nee. Hey, doch, ich hab die doch gerade mit dem Hammer weggelootet. Doch, geht. Küssen Sie mich schon. Was? Ach, okay. Oxygen, Critical Break, was? Aber jetzt mal, Budi, nachher, wenn du zurückkommst, du musst doch die Wände bauen. Du brauchst doch nur Stahl und Gummi. Nee. Budi, wollen wir das machen oder wollen wir Level laufen? Ich hab noch ein bisschen Munition, hab ich noch. Ich würde vorschlagen, wir ziehen das Ding. Ist das widerlich!
Auf was schießt du denn da, Simon? Auf die Riesenspinne gegenüber von uns. Wo ist die denn? Das ist hart. Klemm dich! Nee, zieh dich zurück. Ich zieh mich schon zurück. Hast du gelootet, ja? Ja, die hat mich. Crap das! Buddy, du hast das Crab-Monster! Widerlich. Simon, hinter dir ist ein Riesenwurm. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Energie. Ich muss mich auch einmal kurz heilen, tatsächlich. Muss ich mal machen. Die böse Musik hält noch an. Echt? Ja. Das ist vielleicht... Danke. Das ist ja super, ey. Der heilige Buddykopf. Ist ja fantastisch. Snake Meat. Also, ganz ehrlich, ne? Dennis, möglicherweise ist es die dümmste Idee, hier reinzugehen. Aber hier sind noch mehr Pilze. Ja, die Pilze sind geil. Die ziehen wir jetzt auch durch. Aber wenn wir hier down gehen, Alter, ne? Ey, da ist bestimmt was Fettes am Ende. Holt alles. Ja, holt aber alles down. Mit. Ah, Trilobit! Trilobit, ey! Trilobit? Ein Trilobit, ey. Alter, ein Trilobit. Alter, was ist denn das für ein blaues... Du dampfst so krass. Ich dampf krass? Ja, du hast gerade so einen mega Furz abgelassen. Irgendwas war da besonders. Nee, ich glaube, da ist ganz am Ende dieses Ganges ein Tier, das einen riesen Furz ablässt, weil das sich die ganze Zeit hier lang zieht. Ey, wir müssen mal ein bisschen darauf achten, wenn wir die Kisten packen und so, dass wir die alle sinnvoll stapeln, weil da ganz oft sind die Slots nicht voll ausgenutzt und dann sind da überall so 3 von 50. Du kannst auf Dings sortieren klicken. Titanium! Ach so, echt? Es gibt den Button, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wieso haben wir das denn? Gehen wir weiter? Das macht. Ja, lass mal hier ruhig alles erstmal weglooten hier, oder? Okay, ich pass auf. Ja. Ah ja. Ah, sehr schön. Alles mitlooten hier. Oh, wie tief das reingeht. Das geht richtig tief rein, ne? Gott, ich hab zu viele Items. Ich hab viel zu viel Zeug. Was machen wir jetzt damit? Was wir wirklich brauchen, ist Gummi und Stahl. Ich hab unglaublich viel Gummi, Alter. Ja, dann bau doch mal Wände. Ja, aber ich bin doch gerade mit Dennis in diese Loot-Halle gegangen. Ich weiß. Ich will dich ja überzeugen, dass du zurückgehst. Diese Koralle hier nicht, die ist ein bisschen widerspenstig. Da, jetzt hab ich sie. Ich glaube, wir haben das Ende erreicht, oder? Meinst du echt? Hier ist ganz viel. Ja, okay, komm, dann ich keine alles Tiere. Uploaden, dann gehen wir zurück, Dennis. Ich habe ein bisschen Sorge. Vielleicht ich müssen auch, wir erstmal uns Munition besorgen und neue Waffen. Ich nehme lieber Titanium mit. Ich glaube mit den blauen Korallen. Da ist Trilobit. Echt? Ja. Trilo. Bam. Trilobit. Ey, das mit dem Hammer bringt nichts. Ja, dann zieh dich zurück ein bisschen. Die sind ja nicht schwer, ne? Nee, die sind nicht so schwer. Die gehen leicht weg. Sehr gut. Das Wasser ist nicht zum Trinken da, ne? Doch. Mich kannst selber? Du trinken, ja, wenn du es brauchst, ja, aber wir haben nicht viel. Also na, ich habe ja selbst noch 4 Stück gehabt von meinem Anfang. Wann trinke ich das denn? Ich habe offen gesagt keine Ahnung, wann du es brauchst. Also ich vorher du hast PSI, Hunger, Hydration, das ist der dritte. Ja, aber ich habe getrunken und das hat nichts gebracht irgendwie, deswegen, keine Ahnung. Ja, jetzt gerade bist du fast durch. Du brauchst ja, jetzt eigentlich also jetzt brauchst jetzt du Wasser. Trink mal Wasser. Mal was. Drink. Mal gucken. Hi. Sehr schön. Aber das kann doch eigentlich nicht sein. Du hast doch, das ist ja weniger geworden, aber du hast doch gerade, guck mal, du bestirbst gleich. Du brauchst Nutrition, also da würde ich einfach was essen. Ja. Böse Mucke. Ja, sowas. Alles böse Mucke. Alles cool. Oh, das geht aber noch tiefer rein. Ich das bin jetzt echt. Du bist angefixt, ne? Da leuchtet das Grün. Wir können doch immer rennen. Ich glaube nicht, Alter. Ich glaube, wir können nicht rennen. Aber du kannst doch, ja nicht. Klar, kannst du mit Shift. Nein, ich glaube, bei so einem Vieh, die sind halt immer schneller. Aber Dennis, ich habe auch Bock, da reinzugehen. Buddy, ich gebe dir einmal ein Shit und geh da alleine. Buddy, du sollst die fucking. Ja, mach das so, weil du musst jetzt endlich mal die Wände bauen. Wollen wir das so machen oder kommst also ich gebe dir die Waffen und du gehst rein oder was? Ich dachte, ich gehe ohne Waffe rein, weil die kriegen wir da nie wieder raus. Ey, Alter, nee, komm, nimm nur meine Waffe mit. Ey, was soll das? Okay. Muss so sein. Aber ich hab doch, Alter, ich hab richtig viel Munition. Super, pass auf. Hier, ich gebe sie dir. Ich droppe sie. Hast du sie gesehen? Ich hoffe nicht, dass es irgendein Fehler ist und sie jetzt irgendwo verschwunden ist. Das wäre ein Witz, oder? Ah, ist die jetzt durch den Boden gefallen? Ey, das darf nicht wahr sein. Oh, deine Super-Laser-Waffe? Ja, Mann. Oh, das darf nicht wahr sein. Ich hab noch 5. Budi. Ich hab noch 20 Magazine. Das darf nicht wahr sein. Wo ist sie hin? Das gibt's doch nicht. Das darf nicht wahr sein. Oder hab ich sie direkt? Guck mal rein. Nee, ich hab sie nicht. Ich hab sie nie gesehen. Sag mal, kann man diese Inkompetenz irgendwo erlernen oder habt ihr die von Anfang an schon? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich krabbel über den Boden und hoffe, dass ich sie irgendwie aus Versehen finde. Das darf doch nicht wahr sein. Warum hast du die gedroppt? Warum ja, weil wir die Dennis geben wollen, damit ich zurückgehen kann, um scheiß Wände zu bauen. Ich wette, es gibt einen Handel-Button. Der Buddykopf ist enttäuscht. Das hat er anders Dennis, erwartet. Das kann nicht sein. Das muss hier. Das kann nicht wahr sein, ey. Das ist ein bisschen scheiße. Jetzt gar keine Waffen mehr? Doch, eine Pistole, die kann ich dir geben. Okay. Aber. Die bringen dazu nichts. Pass auf, ich schmeiß sie auf den Boden. Und
Zeit laufen wir. Mhm. Wie kann ich dir denn, warte mal, so, Multitool? Kann ich, steh mal auf, es muss irgendwie so einen Handelsbutton geben. Das geht ja nicht anders. Okay, TV Trade. Kann jemand schon. Vielleicht geht's wieder mit dem Multitool. Hab ich gerade. Kann jemand schon dieses Forge bauen? Ja, eine Forge haben wir ja, ne? Eine Forge haben wir, genau. Achso. Das ist dieses Generator-Ding. Ey, das darf nicht wahr sein. Also ich habe echt Sorge, wenn ich jetzt die Pistole hinwerfe, ne, dass sie auch weg ist. Powerhouse heißt es hier. Dann lass es, dann geben wir das jetzt zwei rein. Und wenn es brenzlig wird, schmeiße ich mich wie ein menschliches Schild davor, okay? Das ist der Allerkrasseste, los geht's, alles klar. Okay, aber ganz langsam. Ich ärgere mich, aber wir haben die Waffe echt verloren. Einen letzten Versuch, die muss auch hier irgendwo glitchmäßig noch liegen. Oh, das ist aber gefährlich hier. Na gut, okay, rein geht's. Hier ist Titanium. Oh, hier ist ein Infant. Was war das? Hier war gerade ein Monster. Echt? Aber irgendwas Infant, ist bestimmt da. Infant Gnet, Level 1, no problemo. Okay. Der krabbelt da rum, siehst du das? Ja. Alter, wie läuft der denn? Der ist ja cool. Ekelig. Der hält aber ein bisschen was aus, ey. Oder ich treffe nichts. Soll ich Melee Weapons ausbilden oder hat das auch schon jemand? Oh Gott, ich sterbe gerade. Du hast ihn, sehr gut. Melee Weapons habe ich ja schon, kannst du aber gerne irgendwas. Auch weitermachen noch. Warte mal, lass mal looten bitte, kurz. Ich hab das Tier gelootet. Ich habe jetzt Greenhouse Constructions. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, weil das können wir wirklich gut machen. Oh, hier sind Schurken, oder? Oh, es geht immer noch tiefer, Booty, aber ich loote jetzt das grüne Zeug. Ja, loot erstmal alles. Ey, wir brauchen so dringend diese Turrets. Ja. Lithium. Ich check jetzt mal, ob ich den Dome baue. Structures. Trilobit, Booty. Wo? Steel, Plastic und Rubber. Komm zurück zu mir. Haben wir Plastik? Oh, fuck, ich bin auch. No! Ich weiß leider nicht, wie man Plastik baut. Guck mal in der Forge. Oh, ob das 20 Kilometer, Alter. Ich glaube, ich mache auch keinen Schaden mit diesem Hammer. Okay, Level 1. Hast du ihn? Er ist durch die scheiß Wand verschwunden. Nee, hab ich nicht. Hm. Ah, aua, aua, aua. Battery, Steel, Clank. Benutzt das Jetpack, ne? Wenn er voll. Ja, immer, mach ich immer. Aber, hast du ihn, ne? Nee, der ist auch verschwunden. Der hatte noch ziemlich viel Health. Er ist bei der Waffe jetzt. Budi, du hast noch Munition, oder? Für Assault Rifle? Ja, 5 Stück habe ich. Nehme ich gerne alles. Die konnte man aber schnell bauen. Wirklich. Da brauchte man nur Aluminium oder Titanium. Ja, ich dachte, weil du gar keine Waffe mehr hast, kannst du die vielleicht mir geben, wenn du sie nicht brauchst. Gucken wir mal. Ey, Dennis, wir erleben hier krasse Abenteuer, Mann. Wir sind noch nicht mal am Ende. Ja, das macht mir ein bisschen Sorge, weil die beiden Viecher, die haben überlebt, ne? Ja. Also die sind auf jeden Fall noch hier am Start. Du Buddy, was sagst du denn dazu, wenn wir das Looten auf dem Rückweg machen? Weil stell dir vor, wir gehen jetzt bis zum Ende sterben, dann machen wir unser ganzes Looten umsonst. Das ist total schlau von dir. Ohne Mist. Buddy, bist du jetzt eigentlich mit da runtergegangen? Ich bin jetzt. Wartest du auf mich? Wolltest du nicht? Ja, eigentlich. Wir warten halt alle auf dich hier. Ohne dich können wir nicht weitermachen, ne? Wir kommen gleich raus. Wir haben richtig viel Geschenke mitgebracht. Wir gucken nur einmal um die Ecke. Das ist sehr, sehr spannend. Sehr tief. Es könnte ja auch die Wohnung von einem dieser Riesenwürmer sein, so, ne? Gott. Ja. Bist du bei mir? Ich bin hinter dir. Ich habe echt Angst. Ich lauf hinter dir. Sehr viel Fungus hier. Ja. Und da hinten sieht's groß und schwarz aus. Meinst du, das ist das Auge? Alter, das ist das Auge von dem Vieh. Stell dir mal vor, wir wandern gleich, ey. Alles rumpelt und pumpelt, ey. Darf ich nicht in die Box gucken, weil du da reinguckst? Jetzt kannst du. Das ist ja aber auch lächerlich. Okay, warte mal. Das ist echt. Ist das ein Vieh? Nee, das wird hier wieder dieses Plutonium sein oder so. Alter, das geht doch nicht wirklich so tief da rein, oder? Sag mal, hast du Stahl genommen? Shit. Ja, ich brauche noch 3 Stahl. Okay. Und 10 Plastik für den Biodom. Okay, pass auf, Stahl kann ich dir zumindest gerade hier, kannst du dir aus Eisen, Aluminium und Magnesium bauen. Ach so, echt? Ja, in der Forge. Du brauchst 2 Eisen, 2 Aluminium, 1 Magnesium. Alter, was geht hier ab? Und ich schaufel mal ein bisschen Sand. Das ist der spaßigste Part. Also Lead, Magnesium und Iron? Nee, was war das? Ich guck nochmal nach. Ja. Oh, du Vieh. Oha. Also, du brauchst Iron 2, Aluminium 2 und Magnesium 1. Magnesium haben wir Tausende. Echt? Guck mal, geh noch ein Stück vor, dann siehst du, das ist eine riesige Halle. Craft, ach so, Steel. Ach so, was ist Aluminium? Oh shit, da ist ein Krabbenmonster. Oh je, das ist gefährlich, Alter, das wird uns Probleme machen. Okay, was machen wir denn da jetzt? Ja, schießen. Töten? Ah, oh, hat mich voll erwischt. Kein Problem, ich lenke ihn ab. Mit meinem Hammer. Ja, ihr kriegt's ja sogar. Klein, ja.
Ja, der ist halb tot, Pudi. Das machst du super. Oh, shit. Ey, pass jetzt auf, ne? Okay. Ey, du hast einen Plug gehauen. Sehr gut gemacht. Ja, nice, ne? Loot ihn. Es ist dein Loot. Okay. Meine Schaufel ist am Sand zerbrochen. Oh, das ist jetzt aber traurig, wie der geht. Die Schaufel geht so lange zum Sand, bis sie bricht. Okay. Nils, du bist am Bauen, oder? Weil ich hab noch Sand, ich könnte dir noch Glas geben, wenn du willst. Alter, ist das krass. Ich brauch nur dieses, ach so, jetzt gedrückt halten. Brauchst du nicht auch Glas? Brauchst du nicht Stahl und Glas und Rubber? Naja, war mich jetzt dumm oder was? Wo ist denn, wo wird das denn? Ins Inventory? Ach so. Ja, da ist dann nochmal ein Inventory in der Forge. Okay, genau. Ich brauche nur noch lediglich Plastik. Dann habe ich, sonst habe ich alles. Diese kleinen Plastikröhrchen, die weiß ich nämlich auch nicht, wie man die macht, offen gesagt. Das wäre jetzt aber nicht mega klug, hier eine Basis zu errichten im Keller, oder? Wäre das also mega klug. Für Spaceships wäre es ein bisschen dumm. Wäre ganz geil, wenn wir wie die. Wie die Geheimbasis. Wir wären wie fucking Batman, Alter. Ja, wenn wir hier eine Base einbauen. Wollt ihr nicht mal checken, wie man Plastik bekommt? Also, ihr seid doch die Bauhelden, ja. Alter. Wir machen ja auch gerade schon alles. Ja, ist doch super. Willst du uns hier irgendwie Wir sind jetzt am Ende und ich würde vorschlagen, wir fangen an zu looten jetzt. Turret. Okay. Ich weiß, wie man Turret baut. Looting Sequence initiated. Aber du warst doch schon, bau doch erstmal den Biodom. Ja, ich brauche jetzt Plastik für den Biodom. Okay, aber vielleicht finden wir es ja raus, wie wir Plastik machen. Ich weiß aber auch gerade nicht. Hier steht auch nicht in der Forge. Oh, schönes Lithium. Wieso muss ich so hart? Vielleicht kann mal jemand in der hinten in der Community oder so nachgucken, wie man Plastik baut. Und uns das über die Regie, über den Chat mitteilen. Ah, Riesenspinne! Immer dann, wenn man nicht damit rechnet. Weißt du mich? Also, machst. Ich habe keine Muni mehr, weil der Buddy weg ist. Und meine bei Muni mir, sag mir Bescheid, ich sterbe das Ding. Ja, das Ding steht da und macht nichts. Aber. Also, so wie der will uns hauen. Okay, vielleicht ist. Oh, da ist er doch! Turret ist vielleicht doch keine so dumme Idee. Töte ihn, ich bin super stark. Ich kann nicht töten. Ich habe ihn umgebracht. Oh, gut. Ha? Noch jemand? Hinten, sehr spät gerafft. Jawoll. Alter, wie der einfach in den Stein geglitscht ist, hast du gesehen? Noch einer. Ja. Die geht's, glaube ich, nicht mehr gut, health-mäßig, oder? Also nee, Hälfte habe ich noch. Okay. Dann nutzt mal eine Bandage. Das kriegen wir den Scheiß mal wieder schnell zurück. Eine Bandage? Ja, nicht Medikit, sondern eine Bandage. Die müsstest du eigentlich immer drin haben, oder? Nee, Bruder, ich habe alles verloren, was ich hatte, bis auf mein Multitool und meinen Hammer. Ey, ich will nicht schon wieder irgendwie. Simon, wir haben doch bestimmt irgendwo noch Titanium, oder nicht? Ich brauche auch nichts. Wir sind doch cool. Nee. Titanium müssten wir unbedingt. Okay, dann machen wir weiter. Ich brauche mal ein Turret. Ah, ja, Ground Defense. Ach, come on. Hast du nicht, oder? Die Features, Fähigkeiten? Nee. Ja. Ja, deswegen muss man sich halt spezialisieren hier. Ja, okay. Erstmal. Macht Sinn. Also, ich baue weiter Glas, auch wenn ich nicht genau weiß, wofür wir es brauchen. Trilobit. Trilobit. Ey. Das ist so lächerlich. Also der glitscht sich hier einfach. Ja, aber vielleicht sind das so Bodenwesen, die sich einbuddeln können. Vielleicht ja, die kommen aus dem Boden, glaube ich. Also tatsächlich, wenn man draußen ist und die Sonne scheint, dann kann man ab und zu so erkennen, wie die aus dem Boden springen. Dann gibt es da so einen komischen. Ah, okay, das ist da unten. Ja. Okay. So. Quiet. Geil, okay, zurück. Ich bin fast. Defense Wall. Ist fast voll, oder was? Okay, Simon, dann gehe ich zu Defense Walls und zu Ground Defenses, okay? Okay. Ja, finde ich gut. Passt voll. Wie kriegt man dann am besten Engineering Points, indem man was baut oder was? Ich glaube ja. Ich habe es noch nicht hundertprozentig gerafft. Ich hole mir noch Plutonium auf der anderen Seite, ne, Digga? Ja, mach das. Ja, ein bisschen. Okay, aber du müsstest ja jetzt auch schon ein paar haben, oder? Ein paar Punkte. Nils. Ja, ich habe einen noch offen, aber ich. Ach, Lithium, Alter. Ich baue jetzt einfach mal, wenn ich jetzt. Okay, ich baue mal eine Chem-Station für mich, damit ich hier mal ein bisschen Chemie aufdotzen kann. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Lithium ein schlimmes Material ist, was man selten kriegt. Ich glaube, es hat sich gelohnt, wenn wir jetzt hier lieber nicht rauskommen, Alter. Ja. Ist Lithium nicht das, was du ins Wasser tun kannst und dann macht's Peng? Ein kleines Ding, ich glaube schon. Lass mal ausprobieren. Ja. Hä? Udi, wo bist du? Ich komme zurück. Ich bin auf die andere Seite gewandert. Ah, da bist du. Lass mich wohnen. Ich komme lieber zu dir. Ah, macht ja eigentlich schon Spaß. Macht halt immer wieder Bock, ne? Craften ist irgendwie immer so, wenn du vom einen zum anderen kommst.
Wobei das hier mehr auf Survival gesetzt ist. Also diese Spinnviecher, ich finde es auch ganz gut. Also da kommen ja auch wirklich mehr und das hier sieht halt auch echt ganz schnieker aus. Ach, warte mal, wie kann man. Ich kann die Chemiestation nicht benutzen, weil wir keine Solarpanels haben oder was? Das ist doch scheiße. Sagt mir das doch vorher, ihr Vollidioten. Ja, hat einer ein Solarpanel? Ich habe keine Ahnung, wie man die baut. In der Forge kannst du die aufgeben. Ich brauche Wire. Was ist das, Wire? Feuer, Carbon, Gold, habe ich doch alles nicht. Trollo oder Trello? Trello. Mit I. Trello Beat. Hier vorne ging es nochmal hoch, Budi. Ja, ich weiß. Remember? I remember the time. Ja, Hier links ging's hoch und geradeaus kamen wir her. Ganz schwierig, denn das ist ganz schwierig. Ich bin zu 91% voll, leider. Ich auch. Genau zu 91,1%. Ich würde vorschlagen, wir tun einfach das Vernünftige und gucken einfach mal kurz. Genau, ins Unbekannte, oder? Einmal kurz, nur ganz kurz nachgucken. Vielleicht gibt es ja ein Maschinengewehr da. Chemistry Table kannst du auf jeden Fall auf Plastik erstellen. Ah, okay, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Jetzt brauche ich nur noch zweimal Stahl und einmal Carbon. Carbon wäre nicht schlecht. Carbon haben wir. Hm. Hast du, oder was? Ich habe keinen Carbon. Ich glaube, Carbon bringe ich mit nach Hause. Ja, ich habe 50 Carbon. Okay, super. Carbon. Wenn wir es schaffen, ne? Also, ja. Falls wir nicht irgendwie... Not ready? What? Extreme? Das ist die krasseste Höhle auf diesem Planeten. Die ist echt, also, die ist echt mächtig, ne? Das Boah, guck mal an, das Farbe. Shit, ich habe Human Waste. Hast du jetzt auch Wie kann gegessen? Ich da reinpupsen? Nee, du kannst tatsächlich nur Code entgegennehmen. Oh shit, Bubi, da ist ein automatisch rausgehört. Da wird quasi Code produziert, ja, mehr oder weniger. Und den kannst du dann zum Düngen benutzen. Ich versuche den von hier oben anzuballern. Wo ist denn der Code gelagert, in welcher Box? Ich weiß es nicht, ich habe ihn einfach reingeworfen. Ja, der ganz große Hoffnung, dass er nicht hier hochkommt, aber ich glaube, die können springen. Der ist nur Level 1, der kann nix. Weißt du, sonst suchen wir nachher immer die Sachen so lange. Ja, ich habe bei Code jetzt nicht überlegt, wo es hinpasst. Und wie, gerade bei Code sollte man überlegen. Kurze Frage, wie hast du deine die Boxen für alle zugänglich gemacht? Du musst dein Multitool nehmen und dann kannst du darauf zugreifen. Dann kannst du verschiedene Sachen immer auswählen. Kannst auch benennen und so. Also hau ich da drauf oder was? Nee, du hast deinen Chisel in der Hand. Du musst Multitool nehmen. Genau. Das ist das Nickname. Ach so. Chisel. Finden wir hier noch ein bisschen Lithium? Weil Lithium, glaube ich, ist der heiße Scheiß. Aluminium brauche ich dringend. Alter, was ist das Lithium, Buddy? Was ist das denn? Ah, okay. Genau. Guck mal, was ist das hier? Das ist ein gutes Erz. Abbauen. Nee, ich kann Alter, nicht. Geil. Was, aber man kann es nicht abbauen, oder? Super Crystal Diamond ist das. Das ist Diamond. Ey, Diamant braucht man für Schaltkreise und so. Wenn ihr das. Das kann man abbauen. Das ist nur der gleiche Bug wie alle anderen Metalle. Muss halt 20 Mal probieren. Ja, okay, bauen sie. Geil. Was? Guck mal. Wo bin ich? Riesenwurm? Innerhalb von einer Sekunde? Bist du in der Base gewesen? Ich muss vom Riesenwurm gerade gefressen worden sein, aber das ging so. Der muss bei mir rausgekommen sein. Ja, das war bei mir auch so. Na gut, ist ja nicht schlimm. Ich bin ja in meinem. Ich hoffe, dass das. Ich hab ganz viel Diamant. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich guck noch einmal hier hinten, ob es hier noch mehr gibt. Was? Trilo! Komme. Ha. Dennis! Nein! Dennis, warte! Spring hier hoch! Nur mal ganz kurz. Habt ihr vorhin rausgefunden, ob man seine Leiche wieder finden kann oder nicht? Da bist du, okay. Ja, kann man, klar. Also, ich kann die Items für mich wiederholen. Okay. Ich hab's noch nie geschafft, Simon. Ich hab meine nicht gefunden. Also, ich hab meine schon gefunden. Na gut, okay, dann probier ich das mal. Dennis, das ist ein Geister-Dungeon, Alter. Die Trilobiten gibt's gar nicht. Die verschwinden nämlich immer. Ja, meinst du? Hier, ich hab noch einen Diamanten gefunden hier. Boah, Diamanten sind bestimmt die krassesten. Alter, da leuchtet was oben. Ach so. Ah, ich hab meine Leiche gefunden. Da liegt darum. Raid Dead Astronaut. Der hat ja gar nicht. Alter! Hey, sofort tot gewesen. Ja, ich habe mir aus Versehen direkt aufs Gehirn geschlagen. Wie krass bist du denn? Wieso haust du denn so hart zu? Ich hab Brainseeker-Hammer. Der hat plus eins. Oh, da kommen was? Meteoriten. Parasite, was? Oh, noch ein. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Asteroid und Meteorit? Sag mal, das eine hat einen Schweif, das andere nicht. Oder sowas. Hm. Das hat bei uns gebuddelt hier. Das ist ja geil. Okay. Ich glaube, Meteoriten werden zu Asteroiden, wenn sie in unsere Atmosphäre eintreten. Okay. Aber es auch nur. Das sind zwei sehr gute Erklärungen. Vielleicht mal vor 10 Jahren auf N24 gehört. Okay, wollen wir raus? Denzel? Ja, gerne. Ich hab
echt schon ein bisschen Angst jetzt. Ja, los, komm. Warte, wo bist du, Buddy? Wo bist du? Ich bin wieder Richtung Ausgang. Also okay. Man muss ja so hochwandern, ne? Ja, das ist hier die Frage. Wollen wir jetzt zurück? Oder ja. Vertrauen wir, dass wir... Hier geht's ja hoch. Dass wir hier auch rauskommen. Alter, Dennis, dein Blick! Ihr wollt einfach nicht mehr mit uns zusammenspielen heute, oder? Alter, weißt du, was wir alles mitbringen? Hast du dir kräftig coole Sachen bauen kann? Ja, du musst es erstmal bringen dazu. Ja, im Moment seid ihr einfach nur irgendwo bauen Teleporter, in einem dicken Sparschwein. Dann geht's mal schneller. Das wäre aber wirklich eine gute Idee, ein Teleporter in die Mine. Ah, jetzt geht's. Geil, geil. Okay, Basic Storage habe ich. Das geht hier bald raus, ich bin mir sicher. Nice. Alles klar, Lida, ich bin hinter dir. Shit, ich mich verlaufen. Okay, ich kann Defensive Walls bauen. Ha, ha, ha. Ey, das wird wichtig. So, das baue ich jetzt. Structures, Utilities, Wall Corner, Wall Straight. Shit, jetzt geht's wieder runter. Okay, was soll ich da, wie bauen wir das denn mal hier? Bauen wir mal, soll ich hier einmal anfangen? Oh, das sieht gut aus. Ich komme. Ja, stimmt, eigentlich musst du ja um den ganzen Klumpatsch drum rum, ne? Das ist ganz schön schwierig. Mhm. Wir haben leider unsere Basen Alter. Alle so ein bisschen... Doch, das sieht aus wie Ausgang. Ja, ne? Das ist der Ausgang, Buddy. Nee, meinst du echt? Ja, das ist oben das Tageslicht. Wow. Oh, ich hoffe, es ist Tag. Ich komm, wir nehmen noch Pilze mit schnell. Hier so, war? Ey, ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dann hoch mit mir. Du musst das ja eine umfassende. Hoch mit mir und raus. Du müsstest eigentlich damit. Hier oben einfach eine Mauer machen, oder? Hier so. Mach das Außenklo am besten mit rein noch in die Mauer und dann irgendwo. Alter, hier. Was ist denn das? Oh nein, was? Udi? Was? Oh nein. Was? Ich hab oh aber, shit! Nils, ich kann dir aber nicht sagen, ob das was bringt. Hier, am Ende. Nein, das bringt was, damit die Viecher nicht reinlaufen. Ja, das meine ich. Am Ende kommen komm, die trotzdem Udi, rein. Da ist der Ausgang. Weil die aus dem Boden kommen. Was geht? Siehst du das? Wir sind auf einem anderen Planeten rausgekommen. Wir sind durch ein scheiß Portal gegangen, oder was? Ach, hier labert ein Quatsch. Da ist doch genau der Ring, den ich bei mir auch sehe. Alter, Trilobit! Ja, aber das ist ein Quecksilber-Trilobit, der ist... Wow, Alter, das ist... Der ist aus Diamant ist der gebaut. Buddy, wollen wir den battlen oder... Ja, ich bin auch hier schon mit meiner Waffe. Ich versuche, ihn wegzuglitschen. Außerdem sieht das aus wie eine versteinerte Zunge, worauf wir stehen. Als wäre das... Wetten werden im Chat jetzt angenommen, ob die beiden es jemals zurückschaffen zu ihrer. Dennis, ich glaube, du solltest. Pass auf. Ja, ich habe nur noch 25%. Ja, ich, deswegen, pass auf. Okay, ich gehe einen Schritt zurück. Ja, lass genau. Ich hoffe, dass er sich so halbwegs weglitscht und ich ihn ganz sachte von hier oben. Minus 2,8 sind wir. Alter, ist das nerviges Drecksvieh. Mann, ja, was denn? Jetzt habe ich dich. Hast ihn gleich. Ja, Hälfte ist weg. Komm, mach es. Hälfte. Wow! What the fuck? Alter! Komm her, komm! Wo ist er? Wo ist er hin? Wahrscheinlich wieder in die Erde, oder? Ich sehe ihn nicht mehr. Was ist denn jetzt? Meinst du, wir können hier runter, ja, ne? Andocken? Oder? Ja, das Problem ist, wenn wir da falsch laufen und hoch müssen, ist es natürlich dumm, wenn wir es danach erst rausfinden. Weißt du, wo wir hin müssen? Nee. Wollen wir das zuerst rausfinden, bevor wir den Berg runter? Wieso? In Fatal Doom. Wir sind nur 600, nee, ein Kilometer entfernt, das sehen wir. Da rechts oben kannst du es durchschalten. Ja. Ich glaube, mir ist alles kaputt und verschmiert. Ich kann nichts lesen. Komm mal raus. Ich glaube, komm mit. Ich glaube, wir können hier lang tatsächlich. Okay. Okay, los, komm. Okay, go. Der ist nicht tot, ne? Der ist. Okay, ich laufe. Okay. Richtige Richtung. Wir fangen wieder nicht aneinander an. Das ist echt. Ist es 900 oder? Ich experimentiere doch nur 500 Meter entfernt. Dingern. Ja, mach mal. Ich und ich muss sagen, es ist auch ein bisschen scheiße irgendwie. Die docken nicht so aneinander an, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hasse es, wenn man keine schöne Mauer bauen kann. Ja, wirklich, das ist widerlich. Wir sind nur 500 Meter entfernt. Ja, aber pass auf, dann das dann sollen wir irgendwelche Elektrozäune machen oder irgend so ein Kram, der sich automatisch verbindet. Alter. Nicht anschießen! Doch. Ey, wenn ich jetzt nicht gleich Aluminium finde. Alter, er kommt direkt auf uns zu. Alles aufs Spiel, was wir die letzte Stunde gemacht haben. Was ist es jetzt? Das kann ich einfach. Das war sehr dumm von mir, oder? Er kommt auf mich zu. Er kommt auf dich zu. Er kommt auf dich zu. Ich weiß nicht, warum, wie wir mal helfen sollen. Gott, lauf, lauf. Okay, ich weiß aber nicht wohin. Hier lang. Nein, Halbridge, Buddy, komm. Komm, Buddy. Lauf hinterher, Hinter dir ist aber der Typ. Ihr fuck, auf dem Boden gebaut oder was? Dennis, es sind zwei hinter dir. Oh Gott, es sind wirklich zwei. Dennis, wo bist du? Ich ignoriere mich. Ignoriere mich. Ich kann dir nicht helfen. Versuch zu überleben. Okay, mach du das. Wir sind noch 300 Meter entfernt. Komm uns entgegen, bitte. Minus 1, 9, 12. Alter, wir haben sie am Mann hinter dir. Zwei Würmer. Dennis, lebst du noch? Ich lebe noch. Ich bin vor dir. Schräg vor dir. 200 Meter. Ich sehe dich nur. Der Boot sagt übrigens gerade, dass ihr beide mit 66%iger Wahrscheinlichkeit es nicht zurückschafft. Deswegen helfe ich euch auch nicht. Oh nein!
Ich wurde angeschossen, angebissen von einer Schnecke. Aua, nochmal! Oh shit! Dennis! Ja, ich kann doch nichts machen, ich kann nur zuschauen. Ich sehe dich, alles klar. Okay, soll man euch jetzt irgendwie helfen oder was? Oder? Wir sind gleich da. Lass mich doch nur ein bisschen rumschreien. Wurmangriff. Zwei Stück kommen. Oh, ich bin durch die Steine geflüchtet, weil ich kleiner bin als sie. So, hoffentlich ist hier... 200 Meter noch. Da ist die Basis! Jawohl! Buddy, bist du hinter mir? Jo! Komm her, die Würmer sind auch weg. Nee, shit. Die sind hinter dir. Ich komme. Komm. Habt ihr zufällig schon Turrets gebaut? Ist das geil. Alter, was geht ab? Hier laufen Käfer. Wie hier laufen Käfer? Okay, Parasite. Das sind echt Trilobiten. Das sind wirklich Mini-Trilobiten oder was? Oh, shit, die sind ja richtig hart. Aua. Oh! Parasite, ey. Oh, die Schlangen sind noch da. Ich bin gleich tot. Wo war die Mann? Du musst schnell sein. Hier. Was sind direkt eure Koordinaten? Minus 1, 3, 9, 4. Minus 1, Latitude, ja? Oxygen low. Oh je. Ich bin direkt in der Main Base. Ich komme jetzt reingeflogen. Wir haben es geschafft. Nein, aua. Oder? Schlange. Ich komme jetzt. Hilf mir. Dumm oder was? Ich sehe euch nicht. Dennis! Ja, ich hab immer nur einen Hammer. Ich kann irgendwie nur... Du musst weg, die sind unter dir. Nee, du rauchst. Nee, das ist wenn im Jetpack. Ich bin jetzt hier in der Base. Wenn ihr uns jetzt nicht seht, Nils, dann seid ihr sehr blind. Jetzt seh ich dich. Okay, ich komm. Ich habe mal ihn hinten auf dem. Packt am besten alles in Nils Box, die ist voll und leer. Okay, oh, einer ist voll bereit und leer. Nein. Leer, Dennis! Geil, Alter. Teuer, nicht schlecht. Ey. Sehr gut, Jungs. Und was habt ihr jetzt für uns? Nix. Jetzt legen wir auf den Tisch. Engineering Points. Was ich gerne hätte, ist deine Munition, Buddy. Ja, kriegst du. Das sei denn, du baust dir eine Waffe. Die Munition baue ich, tue ich links in die Futterbox, okay? Okay. Und Futter tue ich auch rein. Ich baue hier noch ab. Ja, meine Suche nach Aluminium war leider sehr fruchtlos. Ich habe 19 davon. Okay, dann kann ich Stahl bauen und dann kann ich... Diamant, Lithium, Titanium, endlich, Korallen, Fungus, Carbon, Strom. Eisen. Das ich haben werde uns Strom besorgen und dann habt ihr alle Internet. Juhu! Das wollt ihr doch, genau. Internet! Okay, it's poisonous to eat, den Fungus. Sollten wir nicht essen. Oh, ich hätte ihn gerade aus Versehen. Vielleicht, wenn du ihn dingst. Okay, wir brauchen... Wenn du ihn kochst. Es geht kochen manchmal. Genau, in Chemistry braucht man die. Wo tue ich die denn jetzt hin? Oh ja, sehr gut. Nicht wegwerfen. Ja, aber wo tue da will ich gleich ein bisschen mit rumspielen. So. Alter, haben wir viel Magnesium oder was geht hier denn ab? Ah, wir können nicht genug von allem haben, aber ja, wir haben zu viel Magnesium. Lithium und Diamond, auch jetzt neu dabei, ne? Ich habe ein Krabbenbein gegessen. Kann man das essen? Ja, ist ganz nett. War gut? So. Oh. Das ist schon toll, wenn man so durch seine Location läuft. Das ist schon toll. So. Das war erfolgreich. Ich finde auch, das sollten wir nochmal tun. Ne? Ich bin sag mal, hier liegt noch eine Pistole. Echt? Wem gehört denn die Pistole hier? Mir nicht. Ich glaube, die ist mir doch, aber die brauche ich nicht. Ja, Dennis! Wo denn? Rechts liegt eine Pistole drin. In dem Eimer. Achtung, die Wände werden getestet, Nils, denn jetzt kommt ein Wurm. Wo? Weiß nicht, da wo ich bin. Ich habe aus Versehen auf den draufgehauen, weil ich dachte, der ist tot, aber der war am Leben und jetzt ist er wütend. Ah, du bist da hinten. Hier, da wo ich gerade bin, da ist der Jaculus. Ich komme zu dir bei meinem Dome, ja? Also du kannst ihn gerne killen. Ja, mach ich. Ah! Wo ist er denn? Ich hab nur den Hammer. Ah, der hat fast nichts mehr. Ja! Super gut. Ah, ich sehe schon, der Nils hat hier schon ein bisschen... Alter, ey, das war mal Action. Interessanterweise hat der Nils mit dem Bau der Mauer bei seinem Dome angefangen. Nils hat angefangen zu testen, weil er nicht wusste, wie die Mauern sich verhalten, bevor er hier in diesem Hauptbereich alles zubaut, was sehr smart ist, weil dann ist da gleich kein Platz mehr. Ich habe, glaube ich, meinen Kollegen verloren. Dein Roboter? Ja. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, mein. Ja, die stehen hier immer voll rum und nerven. Nee, da haut immer einer weg hier von dem. Achso, deinen habe ich auch nicht zerschossen, weil ich habe gedacht, der hat Stahl vielleicht, den ich looten kann. Petrol and Mine. Und bei Bödefeld. Du meinst jetzt mal hier. Und bei Gronzo. Und bei Captain Mon. Nee, meiner ist tatsächlich weg. Ach, ist das hier nebelig. Meiner ist tatsächlich vor dem Dungeon hängen geblieben. Da ach, muss das ich mal ist hin. Meiner. Okay. Nein. Aber der wird mir auch gar nicht angezeigt. Dann ist er vielleicht auch echt kaputt gegangen oder was. Das wäre ja echt tragisch. Nee, den hattest du schon von Anfang an nicht dabei, Bubi. Doch. Ich habe ihn extra wiedergeholt. Den hatte ich auf jeden Fall dabei. Ja, nee, aber als wenn in die Höhle reingegangen bist. Ja, der ist oben hängen geblieben. Ich habe versucht, den reinzuziehen, aber ging nicht. Ja. Oh, Energie. Ich brauche Energie. Oh, cool. Champ Station.
Oh. Ja, aber die geht Riese, nicht. Riese! Power Source. Was, wo, Riese? Wo? Riesenwurm attackiert. Ah! Oh, ah! Ich sehe ihn. Mit einer Zunge was? So lang. Wo, 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 so wo, wo, lang, wo, diese Zunge. Wo bist du denn? Alter, da! Okay. Oh. Du mieses Vieh, du. Eieieiei, der wollte es richtig wissen, da. Der wollte es richtig wissen. Macht ein bisschen Spaß, finde ich, ne? So, warum macht er denn sowas? Ich baue mir Stahl. Und ich habe noch ganz viel Pilzkram. Ey, wo tue ich den überhaupt hin? Was ist das denn? Futter. Oh, habt ihr hier Lampen gebaut? Das ist ja cool. Ja, super ist das halt. Ja, ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen dunkel gewesen. Und dann mit Lampen sieht man mehr, habe ich gedacht. Ja. Mhm. Die Lampe ist eine gute Idee, finde ich auch. So. Okay, so, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Wasser, ja. Das ist ja mein Haus da hinten. Kann ich da vielleicht... Ich speichere mal kurz. Was willst du? Kann ich noch irgendwas in meinem Haus machen, außer schlafen? Nee, ne? Nee, und den Laptop kannst du auch benutzen. Ui! Nee. Hast du da irgendwas zum Entkrypten? Nee, leider nicht. Nichts zum Entkrypten gefunden. Okay, Leute, ich baue jetzt hier Stahl, als wäre ich im Krieg. Wir werden jetzt richtig viel, also 40 oder so, also wir können richtig viel bauen. Glas haben wir auch. Mach doch mal. Also man kann echt das Habitat-Ding ausbauen und da drin dann ein Chemistry Table und Co. machen, ne? Solar Panel? Was brauchst du dafür? Habe ich jetzt, glaube ich, alles. Ach, echt geil. Ich glaube, das habe ich. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss gerade mal gucken. Solar Panel brauche ich. Brauche ich da auch Plastik? Ich gucke gleich mal. So, gucken wir mal. Da baut er der Simon. Was kann er alles bauen? Ich glaube, ich fand da. Alter Nils, du hast ja wirklich Stahl, viel. Gold, Drähte und Carbon. Also sind die Walls, ich glaube fast die Walls waren nicht so schlau, weil die waren, ihr habt, glaube ich, relativ viele Ressourcen dafür verbraucht, oder? Das geht. Ja. Aber die Walls sind einfach shit. Ja, also weil lieber jetzt den Chemistry Table. Komm nicht jetzt nach Hause und klugscheiße. Das war ein Testlauf für Walls, weil wenn die geil wären, wären die geil. Weil Walls sind immer geil, aber hier sind sie doof. Okay. Alles klar. Ey, habt ihr jetzt irgendwie den ganzen Stahl verbraucht? Wenn die Sonne aufgeht, sollen wir gemeinsam nochmal lospingern oder was? Nein, ist dann ja okay. Erst noch, müsst ihr noch ein bisschen was in der Hinterstand. Jetzt haben wir auch beide eine Pistole, oder? Nee, hol dir die doch! Ja, warte, wo war die? Rechts in der Kiste. Die ich gebaut hatte, die ganze Zeit besetzt. Zweite Reihe sozusagen. Drähte und Carbon. Sein. Okay, ich gucke. Okay, also Carbon meintest du doch, Dennis, hast du, oder? Ah, hab ich. Mittlerweile ist alles in den Kisten. Ja, sehr gut. Drähte also brauche ich noch. Ich habe das über mehrere Kisten verteilt, die waren dann irgendwann voll. Oh shit, ich glaube, ich habe die Drähte verloren, als ich angegriffen wurde. Pistole brauche ich, habe Muni. Hier, nee, Muni brauchst du für die Pistole nicht. Scheiße. Was los? Echt? Ja, okay, ich hatte super. Die Drähte dabei, als der Wurm mich gefressen hat. Und jetzt habe ich halt. Jetzt brauche ich Drähte und habe sie nicht. Aber jetzt weißt du, wo das war? Ich habe die Leiche gefunden, das war nicht mehr drin. Du verlierst Items dann. Ach, echt? Das ist scheiße. Buddy, trink vorher was, ne? Ist was? Alles gut. Hier, hast du deine Pistole jetzt? Ich habe jetzt eine Pistole, ja. Sehr gut. Alles gut. Esse eine gebackene Kartoffel. Lecker. So. Bist du das? Nee, wo bist du denn? Nee, das ist Simon. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen traurig. Jetzt fehlen mir nur noch die scheiß Drähte. Was denn? Zwei Drähte für Large Solar Panel, damit die Chemstation funktioniert. Kann man die nicht irgendwie noch anders kriegen? Diese scheiß Drähte, die muss man ja irgendwie herstellen können. Geh auf Toilette jetzt. Ja, wahrscheinlich brauchen wir da wieder irgendeine andere Crafting-Unit. Och, ist das scheiße. Mann. Das macht mich jetzt echt traurig. Ich hatte Drähte. Ich hatte sie in der Hand. Kannst du einen Printer bauen? Bau mal einen Printer, weil der kann vielleicht Drähte machen. Bist du gestorben oder was? Printer müssten wir genügend Ressourcen für haben, ne? Use this advanced technology to print new complex. Ja, aber auch den Printer kann ich ohne Strom nicht bedienen. Ja, okay, das... Das macht Sinn. Lass mal noch ein paar Walls bauen. Ich sehe die nicht mal. Wie kommt man an diese verdammten Dinger ran? Guck mal jetzt, was soll das? Hast du das? Ist das, was du gebaut hast, Daniels? Das hier, hast du das gebaut? Ja. Diesen Schrott. Guck dir mal an, wie groß die Lücken sind. Anders geht das nicht. Ich habe gedacht, die verbinden sich vielleicht mit geilen. Ach so. Elektro. Was ist das, Kabel oder was? Wie heißt Dingern oder Kabel, so? Ja, Wires. Okay, das ist shitty. Ja, also da kommen die doch alle durch. Ich meine, ich weiß nicht, ob die großen vier da durchkommen, aber das ist doch dumm. Nee, das ist shitty. Ja?
Nils, ich räume mal ein bisschen. Fabricator braucht man dazu. Vielleicht wird das noch cool. Ja, aber vielleicht. Fabricator kriegt man in Habitat. Ja, ja, gut, aber wir machen ein bisschen Werbung. Verdienen uns ein bisschen Magnesium und Stahl und Glas und Drähte. Alter. Und gleich wieder zurück. Und dann geht der Kampf ums Überleben auf fremden Heimaten weiter. Bis gleich. Moment. Furniture. Furniture. Fabricator. Beanstalk ist ja, Dienstag. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Wir spielen seit einer Stunde Osiris und haben eine Menge Spaß, sind im Moment noch am Diskutieren, welche Items wir für welche Crafting-Einheiten brauchen. Aber es ist bisher eigentlich ganz nett. Ne? Ihr habt eine Mine erforscht, habt euch vom Kollektiv getrennt. Wunder weiß was gemacht, da unten im Dunkeln. Ja, es war schön, es war feucht. Es war tief. Und Pilze haben wir auch. Und Diamanten aber auch. Wir haben uns gegenseitig abgetragen. Das ist korrekt. So, ich gucke jetzt einfach mal, wie man hier diese Wände baut, weil du hast nämlich festgestellt, dass... Das wird angezeigt, ja. Ich brauche Aluminium dafür. Also, ich habe Aluminium, ich kann dir Aluminium geben. Kannst du nicht selber bauen? Hier ist ein riesiger Wurm in unserer Basis, kann direkt ich nicht. An unseren Kisten. Okay, ich töte ihn. Wow, Wurm. Der will unsere Kisten essen. Ja, ich töte ihn. So, ganz kurz für dich, Buddy. Ich packe in die dicke Kiste 2, packe ich die Sachen rein. Die dumm sind. Habe ihn erwischt. Geht nicht. Dicke Kiste 1. Geht auch nicht. Was ist denn mit euch los? Seid ihr da alle? Verblutet? Wo bist du, Buddy? Ich bin genau hinter dich. Ja, dann gebe ich sie in Futter. Ist ja jetzt egal. Aluminium. 1. Moment, ich habe noch mehr. 13 habe ich. Wir haben das Schiff gedrückt halten, dann fliegst du direkt rüber. Okay. Muss du nicht. Wenn es nur noch ein Kurs ist. So. Während der Buddy jetzt sich mit dem Aluminium daran macht, Wände zu kreieren, die nämlich dafür sorgen, dass das, was ich gleich baue, nicht kaputt geht. Haben wir noch Glas? Versuche ich einfach schon mal was hinzubauen. Wie mache ich denn jetzt aus Sandglas? In dem Forge, genau. Warte mal, das mache ich gerade selber. Hier, you will need to be in a pressurized structure. Also, du musst Wände machen, ein Dach und so eine Druckkammer. Das wird also sehr, sehr lange dauern. Oh je. Also wir haben gerade in der Pause, Dennis und ich auf jeden Fall auch nochmal kurz geschnackt. Es ist in der Alpha, wir testen es jetzt gerade zum allerersten Mal. Von diesen Survival-Spielen gibt es gerade viele, wie gesagt, am Meer. Wir fanden den Ansatz ganz lustig, weil es hier riesengroße Raketenwürmer gab und Spinnen. Nee, ich mag's auch, also im Vergleich zu anderen Crafting-Spielen. Ich habe eine außerirdische Lebensform entdeckt. Wie jetzt? Guck mal hier, siehst du das? Meinst du, der ist nett? Ich glaube, der ist nett, ja. Guten Tag. Kannst du den zum Folgen animieren oder so? Nee, leider nicht. So, ich brauche noch Glas. Ich beeile mich. Mal gucken, was wir jetzt noch brauchen. Glas kann ich dir geben. Glas. Ist hier in... Echt? Ja. Alter. Wo? Bei Uschi. Geh einfach... Uschi ist Glas. Geh einfach hier zur Kiste 1. Dicke Kiste 1. Da habe ich 20 Glas drin oder so. Okay, perfekt. Links ist auch noch Glas, falls du brauchst. Da ist ein Trollobit übrigens, ne? Wollte ich nur sagen. So, unser Hauptproblem, damit ihr das auch mal mitkriegt, falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt, wir haben hier diese Campstation. Die brauche ich, damit ich meine Science Points verbessern kann, damit ich letzten Endes Spaceflight Technology und Ground Vehicles erforschen kann. Dafür brauche ich aber Strom. Und für diesen Strom, und so führt eines zum anderen, braucht man Wires, also Kabel. Und diese Kabel kann man nur bauen, wenn man... Bei Heidi Kabel. Die gibt uns einfach ihren Nachnamen. Wenn man, ich weiß gar nicht, was braucht man dafür, Buddy? Du hast es doch letzt gesagt. Was braucht man dafür? Bitte was? Was braucht man für Plastic Fabricator? Da seht ihr ihn. Genau. Der braucht aber Plastik. Ja, da ist der Ede zu Recht enttäuscht. Denn wir haben kein Plastik. Aber weißt du, wir kommen auf einen fremden Planeten, das Erste, was wir machen, ist, den wieder mit Plastik zu füllen. Es hat einen Grund, weshalb wir von der Erde losgezogen sind, weil die Weltmeere mit Plastik zugemüllt sind. Ich glaube, das Plastik ist ausgegangen, deswegen eher. Buddy, ich kann eine Sache vorschlagen. Du kümmerst dich um die Wände und ich kümmere mich um das Airlock. Jupp. Ja? Jupp. Stahl, Glas, Aluminium und Kupfer. Stahl, ich habe kochen gelernt Aluminium. Übrigens gerade. Ich bin der Koch. Wenn mir einer was baut, kann ich ihm Essen machen. Ja, was brauchst du denn? Eine Kochstelle. Ein Herd. Ach, sorry, Herd haben wir nicht. Haben wir nicht? Nee. Hm. Mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Es wäre natürlich arschgeil. Warte mal. Ah, wir kriegen schon noch ein bisschen was hin. Ich mache das Ding erstmal komplett zu. Später müssen wir es sonst nochmal aufmachen. Weil man kann hier auch andere
Man kann auch so Schleusen bauen halt, ne? Zum ja, die baue ich gerade, genau. Die brauchen wir. Eine Druck. Das meinst du? Genau. Du meinst so eine Schleuse zwischen den Dingern, Habitaten. Genau. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ein Airlock, aber genau. Der Airlock muss vorne an die Schleuse dran. Kitchen. Und dann muss es zu sein. Vielleicht kann ich ein paar Leckereien aus Exkrementen zubereiten. Schön. Ich brauche jetzt eine Kitchen. Also, ich brauche 12 Aluminium. Haben wir nicht noch irgendwo Stahl, Glas und Aluminium brauche ich? Haben wir nicht noch irgendwo Alu? Ich brauche auch Aluminium. Aluminium ist Mangelware, aber Glas ist ist einfach zu bauen. Sehr viel vorhanden. Tatsächlich brauche ich auch Aluminium, um noch, warte mal, wie viele Seiten muss ich noch fertig machen? Immer noch nicht mal. Das sieht ja richtig viel. Du hast ja richtig was gebaut schon. 5 brauche ich noch. Ich würde hier hinten auch noch mal einen Platz lassen, damit wir hinten noch irgendwie gegenüber von dem Platz, damit wir da noch was anbauen können. Wir haben kein Aluminium mehr, ne? Nee, da muss mal einer, muss mal weggehen, meine ich, hier sammeln. Aluminium suchen? Ja, das findet man. Ja, wenn die Sonne aufgeht. Wenn die Sonne aufgeht, dann gehen wir los. Mehr braucht man dafür nicht. Können die Roboter sich nicht irgendwie mal nützlich? Die stehen hier nur rum. Kannst du die nicht wegschicken irgendwie? Ja, du kannst nur auf Patrol und dann hast du so einen kleinen 3 Meter großen. Nimm mal deinen Chisel, Mick. Was ist denn das? Nimm den mal in die Hand und dann kannst du den, glaube ich, weiterleiten. Ich lass das lieber. Was? Oh shit! Da wird schon wieder angegriffen. Oh, okay, ja. Budi, wo ist eigentlich die Muni, die du mir geben wolltest? Die hatte ich doch alle schon längst in die Kisten getan. Ja, okay, das kann sein, nur dann hat es jemand aus der Kiste rausgegeben. Alter, hier ganz viele Arachnoiden. Alter, sehr, sehr viele Arachnoiden. Ganz viele werden geradet. Oh je. Das ist eine Kreuzung aus Affen und Spinnen, die bewegen sich super komisch. Irgendwas ist hier gelevelt ab bei mir. Alter, was ist mit euch los? Hallo? Können wir bitte diese Arachnoiden töten? Mann, ich bin tot! Sie haben mich angerotzt. Alter, habe ich keine Muni mehr? Nee, shit, ich habe gar keine Muni mehr für irgendwas. Okay, Simon, spawn in deinem Bett. Ich bleib bei deiner Leiche. Und die sind wach tot, glaube ich. Ich würde aber echt gerne wissen, wo die Muni hin ist, die du mir da angeblich reingelegt hast. Die kann ja nur einer von uns genommen haben. Oder sie ist da noch drin. Also ich habe gar keine. Also ist da noch irgendwo Muni, aber ich habe auch keine Muni mehr. Ich habe auch keine. Ich gucke. Aber ich habe eine Pistole. Die erste dicke Kiste. Welche Level habt ihr eigentlich? Da ist sie noch drin. Assault Rifle Magazine. Level 4. Ja, gut. Da hat jemand einfach einen Fehler gemacht. Ist da noch mehr? Kriegen wir jetzt nie wieder ausklamüsert, wer das jetzt war. Ist da noch... shit. Können wir das irgendwie aufteilen? Nee, das sind nur 23 Schuss. Denn. Doch, kann splitten. Ja? Teilen wir, Simon? Ja. Wie splitte ich die denn? Nimm einfach die Hälfte nur. Ja, das ist wie, aber wie? Das kann Backpack? Ich nicht sagen. Aber vielleicht muss ich sie erst in ein Backpack packen und dann splitte ich sie. Ja, genau, so geht das. Und dann kann ich sie wieder. Na komm, du kriegst so, wir brauchen immer noch Aluminium. Es wird sich nicht ändern. Wir brauchen Aluminium. Und zwar viel davon. Okay, dann geht's nicht anders. Dann werde ich jetzt Budi, in jetzt der Dunkelheit. Ja, los, komm, wir gehen los. Und zwar, pass mal auf, ich habe eine Idee. Komm mal bitte hier mit. Simon, nimm dir die Lampen mit, ne? Warte kurz, habt ihr genug gegessen und getrunken? Einmal unten links. Ich könnte noch eine Kartoffel essen. Ne? Dann ess doch kurz noch eine Kartoffel und geht dann. Ich komme auch mit. Ich suche die Munition immer noch. Ich bin mir nicht sicher, ob das schlau ist, ob wir 3-1er machen, weil nachts werden wir scheinbar von diesen Affenspinnenwesen geradet. Oh, da ist was. Wo? Asteroiden, oder? Oh ja, Alter. Shit. Oh, krachen in die Bäume da rein. Alter, meinst du, kann man looten? Die Bäume? Ach, nee, Asteroiden. Vielleicht kann man die echt looten. Ey, meine Assault Rifle ist auch weg, weil ich gestorben bin. Die kann man looten. Oh, hast du eine Assault Rifle? Hier ist voll der Shit. Wo war's? Wo der Asteroid abgestürzt ist. Da ist ein Arachnoid. Der ist aber leicht. Ich weiß leider nicht wo. Kannst du mir, dann komme ich und helfe dir. Ich fliege in die Höhe, siehst du mich? Woo! Nils, ganz kurz, ja, du kannst in der Box ist jetzt noch dein ist nicht so spannend, Muni. Budi, ich nimm's mit. Weil ich brauche die nicht, ich habe die Waffe gar nicht. Ach so, ja gerne. Cool, dann nehme ich die doch. Cool mit mir, Simon. Ich bin der Stärkste. Das dachte ich mir. Ihr werdet verfolgt von dem Trilo. Ne? So, Budi, wir machen jetzt mal hier ein bisschen Arbeit. Trilobit, Simon! Was essen hier. Ey, Alter, der wieder fliegt. Voll in die Luft. Hä, wo ist er hin? Er ist hart in die Luft gesprungen. Alter, der hat Sand gedroppt. Wie, echt? Ja, auf einmal sind aus dir Iron und Plutonium rausgefallen. Nee, aus Simon. Oh, ich habe eigentlich ein bisschen Aluminium. Hier ist Aluminium? Geil. Hier, wo ich bin, ist gerade Aluminium. Jawohl. Sehr gut. Muss er alles selbst machen. Weiter.
Pass auf von den roten Dingern, Simon, ne? Vielleicht eine kleine Randnotiz, genau. Was denn Beanstalk eigentlich sein soll. Wir zocken einfach. So, und wir zocken gemeinschaftlich nette schöne kooperative Spiele. Das ist die Idee hinter dem Beanstalk. Und heute ist halt Osiris dran. Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, also das nochmal zu spielen, weil wir wollen hier, wir können ja Bodenfahrzeuge, man kann Raumschiffe und man kann Mechs bauen. Und es gibt ja auch, das ist ja nur der Startplanet, es gibt ja noch ein paar andere. Mhm. Also ich könnte mir schon vorstellen, das nochmal zu spielen. Ich bin selber sehr gespannt, wie tief das in der Alpha jetzt noch geht, ne? Also keine Ahnung. Ich habe schon ein paar Videos gesehen, wo Leute auch wirklich im All unterwegs waren. Das fand ich ganz spannend. Will ich unbedingt auch mal auschecken, aber... Meinst du das alles nur, solange es die Alpha ist? Naja, doch. Kann man machen. Yeah! Das war ein Gag! Das ist die Gag-Explosion! Gag! Super gut. Super gut. Okay, so. Hier haben wir alles. Haben wir den ganzen Klumbart stehen, ihr wollt. Was machen wir denn jetzt damit? Was wollte ich überhaupt? Ja, die Wände fertig bauen. Du wolltest diese Schleuse machen. Genau, die Schleuse wollte ich bauen. Genau, und ich bin immer noch auf der Suche nach Aluminium. Ich habe zwei Aluminium gerade abgelegt. Aua, Tridubido, geh weg. Ey, man braucht wirklich was, einen Repeller oder so. Die nerven so tierisch, diese Viecher. Okay, ich baue einen Airlock. Dazu brauche ich noch ein bisschen Aluminium. Simon, hast du noch 12 Aluminium über? Lass mich kurz erstmal bauen, dann kann ich es dir sagen. Ich weiß es gerade nicht. Okay. Kack, Trilobit, ey. Scheiße, ich glaube, ich habe immer noch nicht genug Alu. Wir brauchen sehr viel Aluminium. Alter, ich hau dem Eisengestein hier mit Critical Hits zu Brei. Es tut mir leid, ich habe 5 Aluminium und ich brauche mehr. Also wir müssen eh nochmal los. Ich bin noch hast du noch 5 Aluminium ich vielleicht? Ich habe 2. Das hilft mir auch nicht. Ja gut, dann gehen wir nochmal los. Jetzt in der Nacht, es wird aber glaube ich hell gerade, ne? Ich habe hier ein bisschen Aluminium schon am Start. Ich habe hier noch ein paar Blöcke. Ah! Plötzlich ist hier mal in der Leiche der ganze Scheiß. Eben gerade war da noch was anderes. Hast du deine Waffe wieder oder was? Naja, nicht die Kabel leider. Nicht die Kabel. Budi hat 5 Aluminium. Aber ich habe Alu. Okay, brauchst du noch? Ja, ich brauch 10. Okay, lass mich aber am Eingang treffen. Ich brauche auch noch selber Alu für die Schleusen, so. Ne? Also für die Wände, meine ich. Okay, könnt ihr alles haben? Machen. Ich baue jetzt erstmal kurz eine Schleuse und dann könnt ihr mein ganzes Alu haben. Alter, jetzt ist ja mal so ein Sturm, oder was? Wo ist denn mein... Ah, Trollobit! Ich erschreck mich hier zu Kacke, ey. Ja. Hier ist ja alles schlimm gerade. Aua! Wo sind denn meine Sachen? Ich sterbe jetzt. Ich komme mir so vor. Ey. Ich erschreck mich hier zu Kacke. Aua, ey, das ist. Boah, Level 2 Trilobide. So. Entschuldigung, Dennis, jetzt können wir uns gerne hier am Eingang treffen von dem Habitat. Okay, ich komme. So, da höre ich die Regie. Was will die Regie von mir? Ja, das habe ich versucht, dass es keiner merkt, dass ich meine Sachen in die Leiche statt die Sachen der Leiche. Zu mir. Hab ich schon mit mir aufgefallen. Warte mal ganz kurz, deine Leiche hat dich gelootet? Ja. Ungefähr so, ja. Ey, könnt ihr mir zufällig helfen? Ich kämpfe hier mit 2 Trilobiten, ich habe Schwierigkeiten. Dann geh nicht so weit weg! Minus 056, ich bin sozusagen, ich kann's. Ich sage, ich kämpfe! Oh Gott! Ey. Ich komme zurück zur Base, ich versuche zu überleben. Komm zur Base. Au! Oh, die sind sehr heavy, ich kann mich nicht bewegen. Es ist wirklich dumm, ich brauche weiter Aluminium. Ich sehe die Base noch. Aua! Oh nein, no bridge! Aua! Mann, egal wie viel ich hier baue, ich krieg meine Engineer-Punkte nicht hoch. Was soll denn das? Wenn ihr mein Licht seht, helft mir! Bist du das? Captain Mon. Mon. Helft mir! Das ist meine Leiche, ja. Gut, ich glaube, dass du Hilfe! Verloren bist. Ey. Achtung, du wirst angegriffen. Oh, das ist ein Schurke! Alter! Sehr gut, er ist... Der lebt noch! Ah, der hat voll die. Der hält voll viele aus. Ja, hier. Das ist ein Erwachsener. Scheiße. Trilobit ist down. Ey, lass dich nicht vom Hinten ablenken. Glaubst du, dass der um dich rum läuft die ganze Zeit, Simon, und du lootest da irgendwie? Ja, ne? Ja, aber die müssen ja auch. Die müssen mich ja auch erstmal treffen. Ich loote den Typen. Bist du hier bei mir eigentlich, oder was? Wo ist er hin? Jetzt war ohne Scheiß. Kriegst du ihn hin oder soll ich jetzt noch helfen? Wahnsinn. Ich habe es eigenständig geschafft. Ich fühle mich sehr stark. Ja, warum heulst du denn rum, so eine Pussy? Rudi, da ist noch einer. Wieder ist noch einer.
Oder wer ist das? Simon, hinter dir. Ja, ich, aber solange er mich nicht... Hier ist ein bisschen Aluminium. Zieht die Aufmerksamkeit von den Trilobiten auf sich hier. Dennis, hier ist ein bisschen Aluminium. Echt? Geil, ich komm. Warte. Es ist schon weg hier, aber ich habe vielleicht was übrig. Hier war ein bisschen im Aluminium. Ich habe 14 Aluminium, okay. Und ich brauche... 4? Das wäre ganz nice. Ich brauche 14. Es tut mir leid, Dennis, aber du musst alleine suchen. Geh doch auch richtig mal raus. Geh doch mal ein bisschen raus. Grab doch mal. Ja, ich dachte, wir spielen zusammen und machen jetzt vielleicht eine Tour. Ich würde dir so gerne so mein Alu geben, aber ich brauch's doch selbst für den Eingang. Nee, kannst du ja, aber lass doch sonst wieder einen kleinen Raid planen und fremde Höhlen erforschen. Können wir gerne machen. Da ist nämlich voll der Kram. Wir finden wir eine Aluhöhle. Alter, boah, ist das sowas brauchen wir. Wir brauchen eine Aluhöhle. Rudi, wie sieht's aus? Da fehlen noch 4 Wände, sehe ich da. Ja, baue ich. Okay. Ich hoffe, ich hab nun können wir alle dabei sein, wie ich das Habitat baue. Es wird uns... Was ist das? Ermöglichen, hier zu überleben. Da drin können wir einen Fabricator bauen und dann haben wir the next level erreicht, ey. Ist das hier der... Nee, er macht aber nicht, er sagt sag mal, mir ey, nicht, wie viele von diesen... Hier, diese ulkigen Wesen hier, ey. Die sind halt verrückt, da sind so viele von. Der macht das nicht, vielleicht... is overlapping another object. Ja, klar, weil ich das damit verbinden will, du Drecksvieh. Schaffst du das? Ich kann da gerade, ich kann ich? Das hier nicht bauen. Ja? Ich hoffe, gut, wir haben das jetzt nicht scheiße gebaut. Wäre ich sehr traurig. Das wäre sehr hart auf jeden Fall, aber ich glaube nicht. Ich meine, es kann sein, dass du erst noch das Ding zu Ende bauen musst. Ja, ich baue es jetzt gerade, die letzte Wand ist drin. Jo, letzte Wand ist drin, Dach ist auch da, das heißt, jetzt müsste es doch eigentlich, ich sehe dich, wie du hier... Mhm. Ey, das will einfach warte mal, ich versuche mal, vielleicht ich muss man... Neu. Structures... Barracks frame, laboratory, an airlock is used frame. To pressurize the atmosphere before entering a living structure. Without an airlock, interior objects may be damaged. Also sagt mir gar nichts. Bräuchten wir nochmal Plastik, die Hallway Frame, aber das glaube ich ja nicht. Cool. Ich meine, das ist doch kacke jetzt hier. Warum habe ich das denn jetzt gebaut sonst? Passt es nicht? Nee, das muss doch klar. Das passt nicht. Okay. Ich bin drin. Ja, geil. Ich will auch. Nein. Mein, woran liegt denn das? Da haben wir das Original falsch gebaut? Oder was ist hier falsch? Das warum? Ich guck gerade im Chat nach. Scheiße. Weil der Chat hat sehr häufig gute Ideen. Sehr gute Ideen. Nur es gibt ja nur einen Ein- und Ausgang hier. Also das muss ja hier hinpassen. Und das what the fuck, dude? What the fuck, dude? Mann, ey. Na gut, dann warte ich erst noch mal. Warum, Alter? Was willst du von mir, du dumme Hexe? Heißt das, du hast dein Aluminium noch, Simon? Simon, geh mal ins Gebäude und versuche es von drin zu bauen. Wurde gerade als du kannst es äußert. Gleich haben, wenn ich Alter, hier Schwede, es nicht schaffe. Der Dominik meinte, genau, bau mal von drin. Dominik Holler schreibt das. Ey, wir haben ja echt, glaube ich, einfach an einen scheiß Ort. Da warst du! Ja, da war's gerade, ne? Sah gut aus. Kopper, ich mach's Klick und dann. Meh! Na? Oh, du Scheißding! Funktionier! Ich guck von draußen. Eine Frechheit! Zu. Ja, ne? Ich guck von draußen zu, das sieht sehr lustig aus. Ein Crafting-Spiel, in dem das Crafting nicht funktioniert. Crafting. Ah, hier ist Alu, nice. Ey, jetzt mal im Ernst. Okay. Oh! Hallo Knüffi, hast du es geschafft? Hast du? Ja! Yes! Alter, wir haben Rohr gebaut, ey! So ein geiles Rohr! Was haben wir geschafft? Ich möchte mitjubeln. Wir haben das Ding ist fertig. Sauber. Alter, richtig mit Tür und allem. Nice. Oh shit. Hammer. Kommen Sie rein in die gute Bude, die gehört mir übrigens. Airlock Panel missing. Please check all airlock panels. Wir haben uns hast du den Schlüssel drin vergessen, oder was? Oh Mann. Ich komme nicht rein, da doch, ist er. Ah, danke. Oh, shit. Aber was bedeutet das jetzt? Also, zumindest müssten wir jetzt hier was einbauen können. Furniture. Das ist so eine Art Dojo, ne? Ich kann den Chemistry Table bauen. Bau den Fabricator bitte zuerst. Bitte den Fabricator zuerst. Ob ich den bauen kann, weiß ich gar nicht. Da fehlt Aluminium und Plastik. Okay, dann also tatsächlich den Chemistry Table zuerst, ja. Ich kann ihn aber, guck mal, ich sehe ihn nicht. Ach, da ist er. Ach so! Ja. Ach so, warte. Jetzt egal.
Ich wollte, weil wir halt, ne, es gibt noch Barracks und sowas, ich wollte die halt hier dran bauen, sodass wir da reingehen können und von dort aus weitergehen. Ganz ja, hier ist noch eine Öffnung, ja, ist okay. Und hier ist auch noch eine Öffnung, ja, das geht schon. So, jetzt haben wir ein Chemistry Table, geil. Okay. Lass uns Chemie machen. Ich, erstmal gebe ich ihm einen Nicknamen. Ah, ne? Der kann Plastik bauen. Ja. Carbon und Hydrogen. Ach scheiße, wo kriegt man den Hydrogen hin? Ja, also, du ganz kurz, für das Hydrogen brauchen wir, und jetzt wird es langsam echt bescheuert, für das Hydrogen brauchen wir meinen Chemietisch da hinten. Und der wiederum funktioniert nicht ohne Strom. Und Strom kriege ich nur mit Plastik. Hydrogen habe ich aber gefunden, da gibt's was. Da brauchen wir aus der Forge wiederum so Kanister, die müssen wir da bauen. Es ist Tag, ne? Es ist Tag, ja. Also Kanister habe ich hier schon gesehen. Glascontainer oder meinst du Barrel? Nee. Wer ist in der Forge? Stores Gas, ja. Komm, genau, Barrel, genau, da brauche ich mehr von. Ich habe einen. Was brauchst du noch, um die zu bauen? Kannst du mir mal einen Stahl, brauche ich noch mehr. Okay, dann müssen wir Stahl besorgen. Ich habe ja Stahl. Ich hab hier okay, Stahl. Wir brauchen ganz viele Barrels, weil wenn wir einmal zu so, so einem Hydrogen-Ding gehen, dann Ich brauche Aluminium, Simon braucht Wasserstoff. Wie wollen wir sonst die Tour starten oder so, wenn es hell wird? Weil sonst wird es bald wieder dunkel. Ja, ich stimme euch zu. Nils, kann ich kurz mal an deine Box? Bitte, dann lass mich noch warten, bis wir die Barrels haben und dann starten wir los. Oder okay. Du startest jetzt schon los. Also nee, wir gehen zusammen, sonst verlaufen wir. Also ich finde nie wieder zurück. Ich und ich habe keine Waffe. Ich bewache einfach den Dome von oben. Alles ich pack dir mal 7 Aluminium rein, aber ich würde mich freuen, wenn das nicht direkt weg wäre. Weil. Du kannst ja auch eine eigene Box bauen. Die habe ich ja gebaut, die Box. Ja, aber die nicht offen ist, meine ich, für andere. Ja, aber das ist doch Quatsch, wir sind doch Freunde. Also, Stahl ist da. Ich baue mir gerade ein paar Barrels. Oh, hier sind 10 Circuit Boards. Ja, die baue ich für die. Okay, ich mache für nichts. Die. Hier, wie heißen sie? Die Turrets. Ah, okay, ja, die sind wichtig. Okay, ich habe jetzt 6 Barrels am Start, die nehme ich mir jetzt alle. Hast du jetzt so viele gebaut? Ich wollte welche gebaut. Ich kann jetzt Turrets bauen, Simon. Ich mach doch gar nichts. Echt? Du kannst Turrets bauen? Ja. Aber die brauchen bestimmt irgendwelche. Nee, Mann, ich kann die jetzt bauen. Coolen Materialien. Nein, pass auf. Na, zeig hier. Da, zack. Ich brauche Titanium Steel, Circuit Boards, die habe ich alle da. Und wenn ihr habt ihr Batterien, die ihr mir geben könnt? Ich habe eben welche gesehen. In einer der. Okay, hast du den Stahl hier rausgenommen, Simon? Ja, ich gebe ihn gern wieder rein, wenn du mich lässt. Warte mal ganz kurz, brauche ich. Ja, genau, 20 Stahl und Titanium. Warte, den nehme ich hier nochmal raus. Genau, Titanium. Da. Krass, ey. Okay, so, ich bin gleich ready to go. Ich packe nur noch gerade die letzten Sachen hier rein. Ich meine, Stahl kann man auch easy herstellen. Ne? Was brauchte man nochmal für Stahl? 3 verschiedene: Magnesium, Eisen und Aluminium. Ah, shit, ja gut. Ich habe ein bisschen Alu hier. Ich kann ein bisschen was. Ich habe auch gerade ein bisschen Alu noch rein. Ich habe aber auch Glas und Stahl. Moment, ich packe das mal alles rein. Also, Stahl wäre nice. Stahl könnte ich gut brauchen. Dann gehe ich hier einmal raus. So, kannst gerne. Okay, ich kann nichts anderes mitnehmen, tatsächlich, weil ich. Mit dem Barrel schon voll bin, da muss ich nur noch Hydrogen dran. Okay, wir suchen jetzt also vor allen Dingen Gas, ne? Genau, das ist Hydrogen. Das Wichtigste. Die hatte ich doch gesehen. Pass mal hast du den Stahl da reingepackt? Denn das ist so Geysire, diese Gasgeysire. Ich habe eine Kiste gepackt. Ja, gelbe. Gelbe ich sind. Hab nur grün. Blau ist, glaube ich, Oxygen, welche gelb denn? Ist Hydrogen. Ich meine, ich weiß aber wo. Dennis, kommst du mit? Ja, ich komme auch mit. Wo denn? Wohin? Los, komm auf, Action. Ich bin hier bei der Lampe, seht ihr mich? Ja, Lampe, Treffpunkt. Ich weiß nicht, wo die. Ach, da. Genau. Simon, welche. Das ist Lampenhügel, ist das. In deine Kiste. Dumm. Nils, du bleibst in der Base oder was? Nee, ich komm mit, wenn ihr. Also, ja, ich verstehe, ihr wollt wegen Tageslicht los. Aber da ist kein Stahl mehr, Simon. Du, ich hab dir gerade da eine Tonne von reingesteckt. Bist du sicher, weil hier ist. Ja, ganz sicher. Hier ist nichts von drin. Da ist kein Stahl. Hast du vielleicht stattdessen irgendwie Rubber oder. Nee, ich hatte. Oder hast du deine Leiter reingelegt? Nein, es war zig. Es war unzähliger Stahl. Unzählig Stahl. Ist alles weg, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das kann doch gar nicht sein. Wir haben einen Dieb in unserem. Dennis? Ja. Also ich sehe es jetzt selbst, dass der Stahl nicht hier ist, aber ich schwöre dir, ich habe ihn rein. Dennis, gib mal den Stahl zurück. Hau ab. Gib mir den Stahl zurück. Feuer auseinanderbricht. Okay, komm, wir müssen mal langsam. Okay, dann lege ich hier meine Sachen wieder rein, dann baue ich danach die Turrets. Alter, jetzt kommt Wurm und Trilobiten hier. Doggelangriff. Jo, drauf. Schön, ich weiß kaputt machen. Nicht, wo ihr seid. Ach, die. Auf dem Lampenhügel, Alter. Melee Attack. Ey, Simon kennt da nix, ne? Ich habe auch nix sonst. Ich hab nur das.
Hast du dir eine Melee-Waffe gebaut? War nicht einer von uns Melee-Waffen bauen? Nee, ich okay. Aber ich habe noch keine gebaut. So, aber wo ist das Schwein? Du kannst übrigens hier unter Item Crafting, da kannst du hier so ein Sharp Blade bauen, ne? Da brauchst du Iron und Leather Straps. Hab ich nicht, ich habe keine Leder. Okay, der Wurm ist hinüber. Okay, wollen wir jetzt mal los? Schweinewurm. Ja. Okay, könnten wir tatsächlich bauen, aber naja. Also die letzte jetzt? Höhle war so. In einem Berg. Am Fuß eines Berges. Kommt mal bitte mit, weil ich meine, ich weiß, wo Hydrogen war. Dann in die Richtung würde ich gerne gehen. Kommt ihr mit? Okay, ja, warte, wo seid ihr jetzt? Was haben wir hier, Lampenberg, kommt her. Wo seid ihr? In der Nähe deiner Habitatbasis mit der Mauer drum. Ach nee, mit dem Anfang unserer Mauer. Genau. Und jetzt hier bitte einmal mitkommen. Okay. Im Entenmarsch, um unsere Stärke zu verbergen, okay? Okay, Mann. Oh, da sind Turtles. Hier hinten links, hinter den Turtles, gibt's auch noch, Können wir denn hier reiten? Ich glaube nicht. Ich fürchte, das hier hinten gibt's noch ein bisschen Ressourcen, die könnt ihr weglooten. Greifen die uns eigentlich an, oder sind die eigentlich ein bisschen sehr lahm? Ne? Guckt ihr an. Wenn ihr V drückt, dann könnt ihr auch in Third Person gehen, das sieht ein bisschen schöner aus für die, ne? Hier hinten, habt ihr den braunen Furz gesehen? Das bedeutet, da kommt ein Viech raus, da hinten, wo ich hinschieße. Du brauchst doch deine Munition. Links, Simon, von dir, da oben müssen Gegner sein. Guck mal, ist... Ey, hier steht laut Mission, sollen wir ein Survival-Kit... Was hier irgendwo near the crash site zone runtergegangen okay, ist. Okay, Larven. Nee, das ist von Anfang. Das ist kann das alles skippen mit Q. Das hast du alles schon längst gemacht, oder? Hier irgendwas von. Loaded. Das ist auch Aluminium, ne? Oder nicht? Das ja. ist Rubber. Top gemacht. Aluminium? Nee, das hier, was ist das Aluminium? Hab ich hier, das ist Lead. Irgendwas war hier auch Alu. Dicke Spinne, vorsichtig. Ich schieße auf sie und lotse sie auf uns. Wer kann alle schießen? Ich hoffe, ihr seid bereit zu schießen. Ja, ich bin bereit. Komm her mit der Bitch. Alter, hau ab, wo ist sie? Alter, die ist ja riesig! Digga, widerliche Crap, ey. Hab ich beide. Geil. Können nix. Hast du noch eine Assault Rifle, Nils, oder was? Ja, klar. Wieso denn nicht? Einer muss doch die Gruppe beschützen. Trilobit noch. Schieße bereits drauf. Ja. Komm, ich mal zu dir hoch. Brauchst also, grün-gelbes Gas sehe ich von hier oben. Siehst du? Ja. Okay, wo denn? Weil ich siehst du das da? Ach, das sind die Geysire oder was? Da müssen wir hin. Ja, also gelb, wo bist du denn? Ey, das sehe ich jetzt auch. Okay, warte. Ihr seid hier unten? Ich sehe die auch. Auf meinem Weg, damals, erinnert ihr euch noch, als ihr mich allein gelassen habt, ich musste alleine hierher kommen, da habe ich auch ganz viele von diesen Viechern gesehen. Okay, du musst zurück, glaube ich, wieder. Ja, schau mal da, wo Denzel ist. Warte mal, Denzel. Ich versuche, kannst du einmal kurz... Also ihr seid eigentlich da. Achso, das sind Rubber Trees hier, ne? Das sind diese Rubber Trees übrigens. Die könnt ihr looten. Die da großen? Ihr, ja, diese großen komischen Dinger, das sind Rubber Trees. Okay. Ah, ich sehe es, alles klar, ich laufe hin. Rubber Trees. So, da könnt ihr mit dem Schüssel einfach gegenhauen. Mach die mal alle schön voll. Ja, ich gehe zum Hydrogen-Ding und mach mich da mal voll mit meinen Barrels. Ist das denn, okay. Das Escape die richtige Farbe da? Hoffe ich. Okay. Horizon Volcano. Kannst ja mal hingehen und gucken, also ich bin gleich bei dir. Alter, hieß. Was mache ich denn jetzt damit? Und, ist es Hydrogen? Weiß ich nicht. Was mache ich denn damit? Nee, du brauchst Barrels dafür, die habe ich eingepackt. Achso, ja, du kannst. Kann ich das denn feststellen, was das ist? Carbon ist hier. Okay, Horizon Volcano. Da ist wieder so ein Vieh. Ich schieß mal drauf, ne? Ah, das kann nix. Im Moment hält's relativ viel aus, ey. Also, dope. Bob! Schön. So. Die ganzen Metalle sind hier wieder gespawnt. Mhm. Buddy, ein Scientist. So, die muss ich bestimmt hier... Zeig mal, wie du das machst damit. So, ich equip die auf 6. Und dann... Hast du die voll, oder was? Ist die irgendwie voll? Wie viel hast du denn von denen dabei? 6. Ah, super. Ja, das ist ja richtig irgendwie gut. Geht's nicht. Bist du dir sicher, dass das so geht? Ja, also ja. Würde mich nicht wundern, wenn du da noch irgendeine Apfelstation oder so draufsetzen musst. Doch, ach, ist schon voll. Haha. Echt? Ja, geil. Super gut. Okay. Was machen wir jetzt damit eigentlich? Ist auch mit dem Gas können wir den Chemietisch bedienen und mit dem Chemietisch kriegen wir Plastik und mit Plastik kriegen wir sehr viele andere Sachen. Ja, das stimmt. Auch den Biodom. Man sieht schon wieder nichts in diesem verdammten Schneesturm. Alter, da schiebt sich gerade ein Asteroid vor die Sonne. Ich sehe es. Riesiger Schatten über uns. Das ist ja. Geil. Ah, nee, es sind Wolken. Oder sind es Wolken? Nee, ich glaube nicht, dass das Wolken sind. Cool, ja, es ist ein riesen Luftstein. Das sind die von Rick und Morty, weißt du, diese riesigen Köpfe. Alter, schon. Alter, Super, hey, Leute,
Asteroid kommt, oh. Achtung! Hälfte, Alter, da kommt der Doppel-Asteroid. Alter, die kommen alle aus der gleichen Ecke. Sauber. Wow, okay. Oh, Alter, was haben noch die vor? Vier oder was? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall knallt sie ordentlich gerade. Ja, das sind nur die. Das ja, das waren vier Asteroiden, aber das ist vorbei. Das sind nur Asteroiden. Die sag mal, nichts. Moment, wo ist denn die? Da, wo, das, wo ist denn unsere Basis? Ja, du kannst hier rechts oben immer. Mach mal die, drück mal die vier. Und jetzt kannst du mit der linken Maustaste durch. Spawn Position ist dein Bett, aber sonst kannst du auch durchgucken. Oh, ich hab vier Kombi. Da ist Inflatable Dome, genau. Dome, okay. Heavy Weapons Training. Increase to Heavy Weapon Damage due to Training. Gut. Gut. Heißt das, ich mache mehr Schaden oder was heißt das? Simon, gehst du nach Hause? Ja, ich muss auch nach Hause. Ja, mehr Schaden, aber du musst auch da noch die Waffen bauen dafür. Geht's ab noch zurück? Alle dabei? Ja, ich war da am Kraterrand. Kraterrand. Kraterrand, da seid ihr beide. Alle sind raus aus dem Krater quasi. Kraterrand. Jupp. Simon rennt vor. Aber wir sind ja gleich zu Hause. Ich mache hier schon mal alles sauber. Hier ist noch ein Skeliopod. Kraterrand. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns langsam mal um Essen kümmern müssen. Wobei, in der Forge könnt ihr ja das Fleisch, was diese widerlichen Trilobiten fallen lassen und so. Ich bin alles, der Koch hier. Kannst du alles kochen? Ja, wir haben so viel Fleisch, ja, so wir haben kein Wasser. Schurkentier schon wieder. Meine Fresse. Oh, seht ihr das? Oh, shit, da hinten oh, ist ein großer Skeliopod ja, gedönse. Wie heißt? Skeliopod. Skelio. So. Wo ist er hin? Die verschwinden irgendwie manchmal. Ich hab gesehen, dass er ja, genau, da bei dem Schiss Gummibaum. Da ist ja, der ist ja irgendwo durchgeglitscht. Der ist unten im Gummibaum. Ja, ja. Hab ihn. Sehr gut. Ja, der ist tot. Ah, nee. Ja, jetzt ist er tot. Ja. Oh, dann ludelt er mir weg. Ja, ich hab ihn auch getötet. Nee. 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 Wer denn sonst? So. Was braucht man nochmal, um Plastik herzustellen? Hydrogen und? Ja, das ist ganz nice, dass Nils da so Lampen hingebaut hat. Das andere weiß jetzt nicht, aber ich glaube, wir brauchen das. Ja, ich habe mir gedacht, das ist sehr wichtig, dass wir ein Leuchtturm, dass wir uns in der Nacht auch finden. Wie ein Leuchtturm in der Nacht. Ich kann es gar nicht erwarten, diese Tumbos zu erledigen, sobald ich eine fette Waffe habe. Wie die hier rumlaufen, ganz frech. Als würde ihnen der Planet gehören. Aber wie weiß jeder, dass er dir gehört? Uns. Ich schieß mal eine an und guck, was passiert. So also langsam mit dem Dome sieht es gar nicht so schlecht aus. Trombos. Die spucken Schildkröten. Dann, die spucken ja. Dann rum, wie blöde. Machen die nix? Halt nicht viel auf, ne? Das sind friedliche Wesen. Hier steht Airlock Panel missing. Please check. Okay. Okay. Airlock einfach traurig Panels. Dann halt. Weißt du? Aber da ist doch ein Airlock. Aha, okay. Geht's jetzt? Der macht ja wirklich gar nichts. Geil, Omat, jetzt baue ich geile Turrets. Turrets, mal alleine rein. Ich jetzt. Geh du kannst mal, kannst du sonst vielleicht das nochmal freigeben? Repair Frame? Ich kann da glaube ich nicht. Ich komm nicht, ich komm alles rein. Ist spannend, dieser Kampf. Airlock Panel missing, please check out. Ah, siehst du hier, White Pressure Wall, ach, die hat Eisen und Aluminium braucht die. Die ist kaputt. Ach was, echt? Ja, ich nehme an, die Roboter reparieren sowas ja auch. Ja, wenn stimmt. Die nicht reparieren. Ja, kannst du die mal. Ich schicke mal meinen linken Hoden hin. Nee, ich kann nicht. Der kann nur. Kann leider nichts reparieren. Ich kann ihn reparieren. Okay, und ich hänge original in der Wand fest, oder was? Das ist ein Witz, oder? Ganz schlechter Witz. Da hat er Lampen gebaut, der Nils. Oh shit! Ich war ein bisschen im Lampenfieber. So, ach, was machen wir jetzt in dem ganzen Käse hier? Ich muss mir Iron und. Was war das nochmal? Was muss ich hier noch machen? Ja. Da muss er jetzt Stahl bauen. Man kann innen drin auch so einen großen Schrank bauen, das sollten wir tun. Dann müssen wir nicht immer raus und reinrennen. Das ist ein bisschen nervig sonst. Mhm. Wer ist in der Forge? Oh, ich habe aus Versehen in deinem Bett geschlafen, Nils. Hast du da Flecken reingemacht? Nicht viele zumindest. Warum? Also ist das jetzt besudelt mit dir irgendwie? Also, ich bleibe dabei. Ich brauche immer noch Kabel und wir brauchen Plastik. Wer ist denn da so doof? Ach, Captain Mon, du bist noch die ganze Zeit in der Forge. Jetzt ist er raus. Steel. Ich gehe jetzt nochmal rein und versuche das irgendwie. Wo ist denn da was kaputt, verdammt? Könnt ihr mal eure Roboter bitte irgendwie auf Auto-Repair stellen? Dann fliegen die hier rum und reparieren einfach alles konstant. Come on, Barrel, was? Steel? Das ist Alu, Mann. Ich brauche nur Alu. Hab mit dem grünen Kram. Ja, jeder braucht Alu. Das ist halt echt blöd.
Airlock Panel missing. Oh, hat jemand, irgendjemand noch Stahl? Jetzt fehlen mir 14 Stahl für einen Turret. Das 14 ist aber auch nicht gerade wenig. Ja, aber dafür, dass du 55 Tonnen hattest, irgendwie. Shit. Jetzt raff ich's endlich. Ah. Also, ich weiß nicht genau, was. Wow, was? Alter! Ach so. Aber wir haben eigentlich alles, was du für Stahl brauchst, müsste eigentlich da sein. Ja, Aluminium fehlt, ne? Haben wir schon wieder kein Aluminium. Das kann noch nie Aluminium, glaube ich. Doch, ich habe schon zweimal geholt. Scheiße. Du hattest dein Aluminium. Ich habe gerade 13 Aluminium hier bei mir. Ah. Ich baue nur die Airlock zusammen. Ist aber okay, er muss, muss alles reparieren. Wo ist denn Aluminium? Ich verstehe es nicht. Verarscht. Ich habe doch jetzt alles gebaut. Ja. Noch, ey. Oh, ich riech mich auf. Ja, es ist nicht so einfach. Ich riech mich auf. Wir werden hier nie was bauen. Doch, das wird super. Ein bisschen haben wir schon was gebaut. Wisst ihr was, wovon wir echt ziemlich viel haben? Das ist der letzte, komm. Das ist der letzte, jetzt komm bitte. Magnesium. Ich rede mit dir, jetzt! Ja, der Buddy hat's repariert. Ja, gut, sehr schön. F-Activate. Toll, Buddy. F-Activate. Damit ist natürlich die Werbung gemeint. Und mit diesem tollen Anblick unserer geilen Space Station gehen wir in die Werbung und danach töten wir und looten wir und bauen wir wie die großen Väter, Vorväter. Tschüss, Werbung. Guten Tag. Hallo, wir sind mittendrin. Du Scheißvieh! Wie du Scheiß-Arschlochvieh! Mit einem riesigen Scheiß... Huch. Scheiße! Was ist los? Entschuldigung. Mann? Hallo. Dennis? Nils? Simon? Halt's Warrede! Simon, gut. Simon wurde vernichtet, aber Dennis hat was gefunden, Alter. Wir sind immer noch in Osiris New Dawn. Was ist da los, Dennis? Ich habe was gefunden, das stimmt. Ich gucke gerade auf die Karte. Ich habe mich, also zum einen habe ich mich wieder verlaufen, das ist aber nicht das Problem. ich habe hier, guck mal. Das sieht für mich aus wie so eine, wie so ein Solarkollektor. Das haben wir aber nicht gebaut. Das ist das erste man-made Object, was wir hier finden. Oh, das ist richtig spooky. Ey, Daniel, ich werde das mal erforschen. Ganz viel Plastik bauen. Ja, erforsche. Ja, ich brauche Stahl. Ich brauche aber wirklich nicht Stahl. Zum Plastik bauen. Aus Carbon. Ich brauche einen Fabricator. Übrigens, sieht das aus, wenn das hier so... Alter, du hast einen Satelliten gefunden, Dennis. Ja, das ist mein Satellit, ne? Alter, der kannst du nehmen. Alter Schwede. Nice, schön Mann. Alles rausnehmen. Ah, warte mal, er hat der blaue Solarpaneele, dann ist das meiner. Nee, den hab ich verloren. Das sind keine Solarpaneele, das sind hier... Sonnenflügel. Fliesen. Ey, die kannst du halt hart abluten, ne? Ja, lute mal. Ja, ich lute, jetzt rede ich ab. Meinst du, mit dem Hammer ist das richtig? Satelliten, ey, du kriegst ja richtig viel Stahl, mach das mal. Da kriegst du nämlich Stahl. Ich habe Aluminium gefunden. Ich dachte aber irgendwie, das war alles. Nein, es wird schon dunkel. Unidentified Cryptex. Ey, das darfst du nicht wahr sein. Ich brauche wirklich nur zwei Stahl. Was ist denn die Phase? Ich brauche einfach nur ein bisschen Stahl. Ich rast aus. Oh. Wo bin ich? Und Aluminium. Ja, weil du alles verbaust, du gieriger. Alles verbaust, du gieriger Lump. Baumeister. Ich brauch dringend ein Motorrad oder so. Oh, ein Motorrad brauch ich auch. Und ich such meine Leiche. Ich weiß nicht, wo ich da reingelaufen bin. Oh, Riesenwurm attackiert mich! Da ist der Wurm. Ihr Lieben, wir wollen übrigens euch eine Message senden. Oh nein, das ist der. Nein! Oh! Ich spüre seinen windigen Atem an mir vorbeipeitschen. Wir wollten euch Folgendes mitteilen. Eigentlich kommt ihr um 23 Uhr Resident Evil. Dennis Richtarski und ich haben wieder eine fantastische Abenteuerreise erlebt bei Resident Evil. Wir haben es ganz frisch von heute, die Folge. Aber wir dürfen auch noch ein bisschen überziehen, sodass Resident Evil gleich im Anschluss kommt an diese Live-Session. Bleibt auf jeden Fall dran und es lohnt sich richtig, weil ganz ehrlich, Resident Evil geht richtig, richtig ab. Da, was Dennis und ich da erleben, ist der Wahnsinn. Und wir erleben hier vorher noch ein bisschen anderen Shit. Wir kloppen auf Steine halt, ne? Ja. Ja. Es darf nicht wahr sein, wo ist der? Trilobit, ey! Trilobit. Ba, ba, da, ba, 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 meine ba. Fresse, ey. Alter, Eisen. Ich brauch kein fucking Eisen. Mhm. Ey, jeder will einfach nur Aluminium, ne? Das ist. Ja. Also, ich habe Aluminium. Ich lege es nun in die linke Kiste. Wie viel? 15. Wenn du, also ich bräuchte. Simon, du wirst von Trilobiten. Drei Trilobiten bei uns in der Base. Ich hab's gesehen, ich bin schon weg. Anders dote. Also, ich pack's in Nils Kiste, was nicht bedeutet, dass ich's für Nils in die Kiste packe. Aber hauptsächlich für Nils. Dote. Einer müsste noch lebendig sein. Leute, der Kacke-Eimer ist voll. Ich nehme die Kacke und ich pack sie zu Nils. Simon,
Because I can. Ich dachte, wir sind Freunde, ehrlich gesagt. Auch schön drüber gelegt. So viel fucking Magnesium haben wir ohne Ende, kann das sein? Magnesium haben wir ja, ohne Ende. Ja, zu viel. Kann man das nicht irgendwie anders? Das kann doch nicht wahr sein, dass es so unausgeglichen ist. Ich hab keine Ahnung, ich bin. Dass die Ärzte nicht alle fair und gleich verteilt sind auf der Welt? Nee, das, man muss auch irgendwie das irgendwie anders. Hast du schon mal ein Crafting-Spiel gespielt? Ja, eben genau deswegen. Also Nils, Dennis, du stirbst gerade. Ja, ich weiß, ich verdurste gerade auf dem Weg nach Hause. Nein, du musst Tape! Nicht da! Oh. Drei drücken. Wie nicht und da? Linker Mausklick. Ja, jetzt hast du es ja, aber drei hätte auch gereicht. Oxygen low, Mann! Alter, wenn du läufst, geht's auch runter, ne? Digge. Ja, du musst. Das ist ganz komisch. Du musst aufhören zu rennen. Du brauchst wieder Tape. Drück drei. Ich hab drei gedrückt. Nein, nicht sterben, Dennis. Ja, gut. Du darfst nicht rennen, weil dann verlierst du Oxygen. Und wenn du null hast, hilft auch nicht mehr aufhören zu rennen. Das ist ganz komisch. Nein, Trilo, hau ab. Wieso ist das so dunkel? Ich höre dich irgendwo ballern. Ich bin das, glaube ich. Ich versuche zur Hilfe zu eilen, aber ich sehe so wenig. Dein Anzug ist wieder kaputt. Habe ich nur gerade gesehen. Einer von euch hat einen kaputten Anzug. Ich glaube, ich habe es gefixt. Sauber, Dennis. Da war noch einer irgendwo. Ist überall Eisen. Hau ab mit. Oh, was ist das? Wo egal. Ist Eisen? Wo ist Eisen? Wo ich bin. Wuhu, ich hab Magnesium. Wo bin ich zur Hölle? Wir brauchen Stahl. Es wird der Tag kommen, an dem wir ganz viel Magnesium brauchen. Ich sag's euch. Ja, Magnesium haben wir ohne Ende. Ja, ja, nur es wird der Tag kommen. Dann ärgern wir uns und denken, wir hatten mal so viel. Wo ist der hin? Tja, dann ist offensichtlich unser neuer Erzfeind Magnesium. Versteht ihr wegen Erz, ne? Ach, weißt du was, ich finde... Yeah! Ja, ey, das Fehlen von manchen Metallen, es erzürnt mich richtig. Ja, Nils, ist das halt. Nein, was ich sagen wollte, ist, wir brauchen Stahl. Ich brauche Stahl. Was ist denn jetzt mit ja, Stahl? Ja, aber Nils, anstatt stundenlang rumzuheulen, dass du Stahl brauchst, geh doch einfach mal raus und hol es. Ich bin die ganze Zeit draußen. Ich finde es nicht. Du nimmst Erz, Magnesium. Ich finde es einfach nicht. Pack da alles zusammen in den Mixer, lässt da 45 Minuten lang bei 180 Grad. Hast Stahl. Stahl. Erz Leute, aus Stahl. Der Fabrikator ist fertig. Fabrikator. Hier, ich kann ihn konstruieren. Das ist nicht schlecht. Ich werde ihn drehen. Schlecht. Endlich hast du was. So, ich werde einen Fabrikator bauen. Und in einem Fabrikator können wir... Fabriken bauen. Wires bauen. Was können wir bauen? Ich gucke mal. Bulli weiß es nicht. Der hat einfach nur Buchstaben aneinander gereiht. Ich habe so nicht nach Hause geschafft. Crawling on Power Source. Dennis. Gut, jetzt esse ich eine Kartoffel. Super, Dennis. Kartoffeln sind lecker. Sie schmecken uns gut. Ja, natürlich brauchen wir Strom. Das habe ich aber schon vor 2 Stunden gesagt. Wo ist denn... Weißt du, was wir für Strom brauchen, da? Ne? Was? Plastik. Elektrischen. Ich habe Plastik. Ja, dann lass uns doch Strom machen. Ja, okay. Drink. Aber das mache ich. Oh, ja, ich baue so ganz viel wieder. Plastik. Nee, so viel brauche ich gar nicht. Eigentlich kannst du... Oh Mann, ich werde von einem Krabbenmonster verfolgt. Was? Echt? Ich auch! Angriff der Krabbenmonster. Hey, wo bist du? Wo bist du, Schweinemann? Ist noch eine Kartoffel. Überlebe, Simon, kann ich dir irgendwie zu Hilfe halten? Weil du hast... Jede Art von Hilfe wäre nicht schlecht. Alter. Es ist nachts. Ja. Große Monster wo verlangen nach meinem Sud. Aber, oh, so eine Kacke. Das dritte Mal schon. Ich bestehe schon nur noch aus Duct Tape. Interface kommen sie auch. Ich hab völlig vergessen, wo ich hin muss. Ich hab mich verlaufen. Guckt mich an, das ist wahrscheinlich gerade mein End. Gibt's eigentlich einen Scheibenwischer für die Scheibe vorne? Ist das bei euch auch so beschlagen, ja, ne? Ich baue jetzt für uns einen Turret, Leute, und dann kann uns niemand mehr hier irgendwas machen. Das können wir übrigens ausstellen, glaube ich, in den Options ganz einfach. Sterben. Okay, also ich bin sterben, ich muss den ganzen Shit. Du hast es bei dir ausgestellt, ne? Dass es so vergilbt aussieht. In den Options kann man das ausstellen. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich das gerade auch mal. Alles voll! Lens, die mache ich mal aus. Alter, safe and continue. So. Was braucht Titanium? Ich hab Erz. Utilities, Solar, 2 Steel, 2 Wire. Ja, mach du einfach selbst die Solar-Dinger. Ich bleib mal kurz stehen, Buddy. Ja. Mach mal eben nicht, Buddy. Können wir dann mal hier durchkommen? Warum bist du denn? Nee, am nächsten Mal, wo stehen bleibst denn? Genau, ich will. Wieso, was ist? Ah.
Ich habe Eier gefunden. Ich wollte wissen, was man mit denen machen kann. Jetzt sind die weg. Eier gefunden? Ja, Trumbo-Eier, diese von den Schildkröten. Oh, das ist... Ich nehme an, dass du die auch einfach nur essen kannst. Oh, shit! Da, ja, wo ich den Turret bauen wollte, der wusste ganz genau, dass er mich aufhalten muss, bevor ich die Verteidigungsanlage errichtet habe. Zwei Steel und zwei Wire. Wo kann ich die Wire nochmal bauen, Alter? Eins. Oh, nee. Da will ich. Nein, noch. Das wollte ich nicht essen. Shit. Schade, kriege ich nicht auf. Magnesium. Geist. Ach Gott. Open other player. Wer ist denn hier in der Box? Dennis, bist du da? Bin in der Box. Okay, danke schön. Bin in der Box. So. Okay, also, wo sollen wir den denn mal hin? Hast du jetzt das ganze Aluminium gegrabt? Ich hab ein bisschen Aluminium gegrabt, damit ich uns eine Verteidigungsanlage bauen kann. Ein bisschen waren das die 20, von denen du eben sprachst? Dennis, dein Kriegschauen davon missfällt mir. Sag mir doch einfach, ob nach Aluminium da ist. Ich glaube nicht. Danke. Ja, was? Ich sag dir eine halbe Stunde, ich brauche Aluminium. Ja, du sagst etwas. Gegner. Wo? Bei mir? Ja. Simon wird von diesem Affen- und Spinnenvieh. Ah, widerliche Kackviecher sind das, ey. Warte mal, darf das nicht so an den Hügel ranwickeln, wenn wir. Nils, kannst du bitte das Ding einfach auf. Mann, das ist ein wichtiger. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwo hinsetzen. Das muss ein bisschen geplant sein. Oh, ich will jetzt. Naja, hier werden wir immer angegriffen. Hier scheint ein guter Platz zu sein. Kannst du es nicht auf unser Ding draufstellen, zufällig? Nee, auf die Kisten sitzt es leider nicht. Du kannst halt hier direkt in das Zentrum stellen. Stell es doch lieber hier hoch, hier, damit es so ein bisschen Sicht hat, ja, hier, wo ich gerade rumlaufe. Ja, exakt, versuche ich ja gerade einen geilen Spot, wo es Sicht hat. Genau das versuche ich ja gerade. Wir werden halt von allen Seiten angegriffen. Wir können es hier hinten ein bisschen... Was haltet ihr davon, wenn ich es hier hinten baue, auf dem Hügel? Wir kennen die Reichweite davon nicht, ne? 50 Meter. Steht das da, oder dir, was? Bei dir in der Basis um die Ecke. Item, ey, das ist ein fucking Pot, den interessiert kein Schwein, dieser Pot. Es geht darum, dass der... Sehr lustig. Das ist schon korrekt. Wir wissen beide, wie es ist, ne? Gierschlund. Doof seid, doofe, miese Schweine. Wessen Pot ist das denn hier? Ach, da baue ich das vielleicht neben den Pot hier. Ey, aber dir, warte mal, du weißt nicht, wie weit das Ding schießt. Vielleicht reicht es gar nicht. 50 Meter schießt es. Weißt du das oder sagst du es jetzt einfach nur? Ey, ich baue das Ding. Ich habe die Pläne davon selbst erstellt. Ich habe gesagt, 50 Meter reicht beide. Ja, aber ist so ein guter Ort hier. Dann baue ich das jetzt. Ja, mich nervt halt, dass da dieser Hügel ist. Aber egal, ich baue den jetzt hier. So. Da ist er. Geil. Super. Ja, nice. Funktioniert er auch? Dennis, was ich baue, funktioniert auch. Ich habe vier Stahl. Auf die Walls, oder? Die funktionieren. Die sind nur scheiße, Bulli. So wie du. Ach, geil. Okay. Oh, Buddy, hast du jetzt eigentlich eine Power Source gebaut? Ich kann Wires bauen, Alter! Hast du eine Power Source gebaut? Ja, habe ich. Eine kleine. Reicht aber für drinnen aus. Das heißt, das jetzt. Ist schön, sind wir... Dann ist ja alles gut. Hauptsache, du hast welche, ne? Ja. Ja, ist okay. Mhm. Ihr könnt auch fucking Wires bauen. Ich rast aus hier. Jetzt also, ich brauche von dir zwei Kabel. Das wäre wirklich zwei Kabel hilfreich. Kriegst du sofort. Ich werde sie nun im Fabrikator bauen. Eins. Zwei. Und hat einer noch einen Stahl? Ja, hab ich. Echt? Ja. Ich auch. Geil, dann okay. Komm mal vor die. Oops, you were dropped from Photon shit. Multiplayer. No. Was? Nein. Alle raus oder was? No. Ja, scheiße. Was ist das denn? Ja gut, ich nehme an, das ist jetzt mehr oder weniger der Totengesang für uns und auch für diesen Abend. Wie jetzt? Wir werden natürlich noch mal versuchen reinzukommen und werden es auch noch mal spielen und dann bauen wir den ganzen Käse. Meinst du, der Kram ist noch da? Ey, ich habe furchtbare Angst, aber ich habe kurz eben gespeichert. Ich nicht. Müsste eigentlich, ja, aber reicht nicht eine? Wir sind ja eine Konglomerat. Vielleicht bin ich auch gar nicht mehr im Spiel. Du bist im Bett gebufft jetzt. Plus eins auf Sleeping. Kann das gut sein? Nee, wir müssen aufhören, Leute. Das ist schade gelaufen, aber was ist eure Meinung? Ich fand es sehr schön, mir hat es eigentlich Spaß gemacht. Macht Spaß. Ein bisschen ruhiger, was Gemütliches. Bis auf diese Riesenwürmer. Ja, aber das ist ein bisschen Gefahr, muss hier sein. Also ich, Dennis, wenn in dieser unendlich epischen Höhle... Die Höhle habt ihr verpasst. ...noch ein Wurm mit ihren Larven wäre und alle Larven, also so ein Dungeon-Boss, dann wären wir jetzt tot. Aber das wäre echt, das hätte was gehabt, finde ich. Ja, irgendein Boss noch am Ende von der Höhle, ne? Ja. Gut, wenn ihr Bosskämpfe wollt und spektakuläre Gruselszenen, dann könnt ihr vielleicht auch jetzt Resident Evil gucken. Dennis, mit einem Wort,
das, was jetzt passiert, wie würdest du das beschreiben? Widerlich, furchtbar, widerlich. Ja. es lohnt sich dran zu bleiben. Vielen lieben Dank, das war Osiris. Für alle, die später eingeschaltet haben, jeden Dienstag ist jetzt Beanstag. Das heißt, wir zocken hier in schöner Koop-Runde. Ja. Für den Moment Osiris weiter und gucken, wie sich das Spiel entfaltet. Ja. Wir haben auch andere Titel so zur Auswahl gehabt. Wir haben über Rust nachgedacht oder sowas. Das werden wir alles später spielen. Genau, ja, also ihr könnt auch gerne im Forum schreiben, welches Spiel ihr gerne sehen wollt. Genau. Würdet, da ist der Server zurück. Und die ganzen Resident Evil Leute so, nein, warum? Genau, wir gucken jetzt trotzdem Resident Evil, weil die Leute, wir haben es jetzt gesagt, oder? Die ja, ja sich. Jetzt, ich habe genau. schon ausgemacht, weil ich dachte, wir... Alter, du hast ihn halt wirklich schnell ausgemacht. Wie schnell bist du denn, ey? Ja, also jetzt gibt's Resident Evil und nächsten Dienstag ist dann wieder Beanstalk. Dann geht's hier weiter mit Osiris. Vielen Dank fürs Zusehen. Gute Nacht, Resident Evil. Ja, yeah, geil. Tschüss. Tschüss.